Herzlich willkommen zur Vorlesung Big Data Engineering. Mein Name ist Jens Dittrich, ich bin Ihr Dozent. Ich werde Ihnen heute zwei Sachen erzählen, im Wesentlichen die ganzen Vorlesungstools, was ist die Agenda von der Vorlesung, worum geht es hier überhaupt. Ein bisschen eine Einführung gebe ich Ihnen, die ganzen administrativen Sachen natürlich, Tutorien, Klausuren und so weiter. Folien sind alle schon im CMS, hat der eine oder andere von Ihnen vielleicht schon gefunden, die eine oder die andere. Und im zweiten Teil heute werde ich noch ein bisschen was zu Python sagen. Wir werden relativ viel mit Python machen. Also ich werde während der Vorlesung Sachen mit Python erklären, mit Jupyter Notebooks. Aber auch in den Übungen werden wir hier und da mal Python machen. Das ist also wichtig, wenn Sie noch nie Python gemacht haben, dass Sie da ein bisschen sich eventuell noch einarbeiten. Aber komme ich gleich zu. Gut, also worum geht es? Das ist die Agenda für heute. Ein bisschen möchte ich mal anfangen mit Schlagworten aus dem Bereich Datenanalyse, Big Data Engineering. Da gibt es sehr viele Begriffe, die durch den Raum schwirren. Der eine oder andere hat das vielleicht schon mal gelesen in Zeitungen wie der CT oder IX oder überhaupt im Internet. Da werden viele Sachen gesagt, da wird von Big Data geredet, von künstlicher Intelligenz geredet, Machine Learning, Deep Learning und so weiter und so fort. Da gibt es ganz viele Begriffe und es ist manchmal gar nicht so einfach zu verstehen und zu durchdringen, was damit gemeint ist. Alle diese Begriffe haben irgendwie was mit dem zu tun, was wir in der Vorlesung machen. Und einige dieser Begriffe sind sehr schwierig. Zum Beispiel Big Data wird oft verstanden als große Datenmengen. Aber vielleicht, es wird oft so verstanden, aber manchmal sind gar nicht große Datenmengen gemeint. Das ist ein sehr schwammiger Begriff. Und das gilt für viele andere Begriffe hier auch. Also künstliche Intelligenz zum Beispiel wird heute oft gleichgesetzt mit Informatik. Also alles, was if kleiner 42, ja, das ist schon künstliche Intelligenz, alles klar. Ja. Es ist teilweise total absurd, was da passiert. Blockchain ist auch ein relativ schlimmer Begriff in diesem Bereich. Also diese Folie ist mehr als Warnung gedacht. Seien Sie vorsichtig mit Begriffen generell in der Informatik, aber insbesondere im Bereich Datenmanagement, Datenanalyse, das sind schwierig manchmal. Ne? Und das ist besonders krass, wenn man dann mal in die Industrie guckt. Ich war schon diverse Male in der Industrie, in irgendwelchen Beratergremien oder Consulting. Und da werden Begriffe in die Hand genommen, wo man dann denkt, Leute, ihr habt überhaupt nicht mal halbwegs definiert, was eigentlich gemeint ist. Ein gutes Beispiel ist Data Lake, falls Sie das schon mal gehört haben. Das ist auch ein super schwammiger Begriff und da denkt man manchmal noch, ey Leute, worüber redet ihr überhaupt? Ne? Also bitte seien Sie vorsichtig mit diesen Begriffen. Ein anderer Begriff, der auch als Buzzword gestartet ist, aber inzwischen eigenes Feld ist, ist Data Science, also Datenwissenschaft. Aber auch im Deutschen wird hier der Begriff Data Science verwendet. Und das ist ein neues Wissenschaftsfeld, was entsteht. Und da sind ganz viele Sachen drin, die da eine Rolle spielen. Also typischerweise ist irgendwie Machine Learning enthalten. Irgendwie auch KI, was immer die Abgrenzung zwischen KI und Machine Learning jetzt ist. Ja, das ist auch eine lange Diskussion. Da kannst du auch verschiedene Leute fragen, sie kriegen immer eine andere Antwort. Oder Data Mining ist auch ein etabliertes Wissenschaftsgebiet in der Informatik. Das ist irgendwie auch Teil, das ist auch irgendwie gemeint mit Data Science. Dann aber auch Data Management, also das Management von Daten, das strukturierte Abfragen von Daten. Das ist das, was wir in dieser Vorlesung angucken wollen. Also diese Kuchenstücke hier rechts, das ist das, worauf wir uns hier fokussieren in diesem Sommersemester, in dieser Vorlesung. Ja, und das sind aber, wenn man jetzt in Data Science guckt, nochmal um in dieser Kuchenmetapher zu bleiben. Also bei Data Science sind viele, viele Sachen drin enthalten. Irgendwie Statistik, lineare Algebra, Programmieren, Visualisieren und so weiter. Software Engineering natürlich enorm wichtig. Wir gucken natürlich jetzt nicht auf Data Science, sondern wir gucken insbesondere auf diese Kuchenstücke. Und diese Kuchenstücke brauchen wir nicht nur für Data Science, sondern auch für mehr traditionellere Informatik-Problemstellungen. Aber ich wollte nur mal hier den Zusammenhang zu Data Science zeigen, da wir natürlich jetzt auch hier einen Studiengang haben an der Universität des Saarlandes, Data Science and Artificial Intelligence. Wenn Sie das mehr interessiert, lade ich Sie ein, da mal hinzugucken. Vielleicht ist auch der eine oder andere aus dem Studiengang hier in der Vorlesung. Ja, also gerade was große Datenmengen angeht, das ist so ein Schlagwort, das ist so vor 10 Jahren aufgekommen. Leute reden über Big Data. In der Forschung ist das ein bisschen anders. Also wir Wissenschaftler publizieren auf irgendwelchen Konferenzen und eine dieser beiden Top-Konferenzen, die heißt Very Large Databases, sehr große Datenbanken, gibt es seit 1975, ist also in der Forschung schon viel, viel länger ein Thema, als das jetzt so in der Öffentlichkeit, in der Presse vielleicht der Fall ist. Und es ist so, dass das Verwalten und Anfragen großer Datenmengen längst gelöst ist. Und mit groß meine ich beliebig groß. Also es ist schwierig, Probleme zu finden, wo wirklich die Größe der Daten noch ein Problem ist. Ja?
Also insbesondere was die Zugriffszeit angeht, aber auch was die Berechnung von Problemen angeht. Das ist eine andere, also Komplexitäten von Algorithmen, das ist eine andere Geschichte. Okay, wenn die Komplexität ungünstig ist, dann können wir auch nichts machen. Aber allein was so den Zugriff von Daten angeht oder Daten zu finden in sehr, sehr großen Datenmengen, ist technisch alles gelöst. Da gibt es eigentlich keine Grenzen mehr, was man machen kann mit Datenmengen, falls man weiß, was man tut. Und das auch oft, was man sieht in Diskussionen, also gerade CT oder irgendwelche anderen Computerzeitungen, dass dann behauptet wird, da wäre ein technisches Problem, was aber längst schon in der Wissenschaft gelöst ist, aber irgendwie nicht richtig transportiert wurde in die Industrie oder in die Praxis. Also gerade was Performance-Probleme mit großen Datenmengen angeht, das ist dann, es ist nicht die Hardware oder die Software, es ist wirklich in den meisten Fällen ein Ausbildungsproblem des Entwicklers und Informatikers. Und diese Vorlesung ist so ein kleine Hilfestellung in die Richtung, um Ihnen zu helfen, diese Probleme zu vermeiden. Ne? Falls die Daten mal groß werden oder komplex, dass Sie eine Idee davon haben, wie Sie diese Probleme lösen und in den Griff bekommen. Ja, eben schon erwähnt, die Kombination von Datenbanktechnologie mit anderen Teilgebieten ist hochspannend. Also ganz besonders mit Data Science, aber auch mit Machine Learning allgemein. Also gerade im Schnitt von maschinellem Lernen und Datenbanken gibt es gerade diverse Projekte, die sehr, sehr interessant sind. Und ja, das sind alles Schlagworte, ich habe es hier mal hingeschrieben, die gerade für Data Science interessant sind. Viele dieser Sachen werden wir auch angucken, zum Beispiel das relationale Modell oder SQL, das ist unsere Programmiersprache in der Datenbankwelt, werden wir angucken in dieser Vorlesung. So das größte Gegensatzpaar, was es dann in dieser Welt gibt, das ist Speichersystem oder Datenbanksystem. Was ist ein Speichersystem? Das ist Ihre Speicherhierarchie. Ja? Also Sie haben einen Hauptspeicher, Sie haben irgendwelche Caches, Sie haben Festplatten, Sie haben SSDs, irgendwo werden die Daten ja abgelegt. Und die Auswirkungen, die diese Speicherhierarchie hat auf einen Algorithmus oder ein System, wird meistens unterschätzt. Ja? Also oft guckt man nur auf die reine Laufzeit eines Programms oder in der theoretischen Informatik zum Beispiel auf die Laufzeitkomplexität eines Programms. Und es kann sein, dass das gar nicht das Bottleneck ist. Also wir im Datenbankbereich gucken eher auf Situationen, wo das Problem darin liegt, dass die Daten nicht schnell genug angeliefert werden können. Ne? Also die CPU muss irgendwas mit den Daten machen, aber die Daten kommen nicht schnell genug zur CPU hin. Und das ist das Bremsende, das ist das Limitierende in diesem System. Ja, und das sieht man manchmal in so Aussagen wie, ja, die Daten kommen irgendwie von da unten, da gibt es so ein Dateisystem und irgendwo kommen die her aus dem Internet, keine Ahnung, das ist alles scheißegal. Entschuldigung, die Komplexität spielt nur eine Rolle, ja? die Laufzeitkomplexität. Und das mag manchmal so sein, aber ist nicht immer der Fall. Ja? Also wir werden oft Probleme angucken, wo gerade das Problem darin besteht, die Daten oder die richtigen Daten und nur die richtigen Daten zur CPU zu bekommen. Also die CPU ist dann nicht mehr der Flaschenhals, sondern die langsame Anlieferung. Und das hier ist ein Beispiel aus einem Startup, was wir mal gesehen haben mit einem Kunden, was das auf extreme Weise illustriert hat. Also da hat ein Kunde, diese Schlagworte müssen Sie jetzt alle gar nicht verstehen, da ging es, der hat irgendwie ein Cluster installiert mit mehreren Maschinen und irgendwelche Sachen, die man halt so macht oder die man glaubt zu machen, wenn man machen zu müssen, wenn man mit Big Data hantiert. Und wir haben das angeguckt, analysiert und konnten halt zeigen, dass ja, wenn man ein paar Tricks, ja, richtig anwendet, kann man das ganze System 10.000 Mal schneller machen. Und das lag nicht an der Komplexität der Algorithmen, sondern an der Art, wie die Daten organisiert sind. Und das hieß in dem Fall, dass man sich den ganzen teuren Cluster hätte sparen können. Man kann das Ganze im Grunde auf einem Smartphone ausführen, was der Kunde da gemacht hat. Also das ist, war ein sehr beeindruckender Fall. Und da gibt es so ein Schlagwort, das heißt Kiwi, kill it with iron, also mit Eisen erschlagen das Problem, das heißt mit Hardware erschlagen. Wenn irgendwas zu langsam ist, ja, dann nehme ich neue Hardware, dann wird es schneller. Kiwi heißt das Prinzip. Und das andere kennst du vielleicht auch, KISS, keep it simple and stupid. Aber hier sieht man sehr oft Kiwi und das war überhaupt nicht notwendig. Ja. Also mit ein bisschen Nachdenken kann man Probleme auch verbessern. Und das ist natürlich ein Kern der Informatik. Ja, und da gibt es im Grunde zwei Bereiche, die man identifizieren kann. Ne? Es gibt dann Bereiche im Software Engineering, bei der Softwareerstellung, bei der Erstellung von Systemen, wo die Performance von der Datenbanktechnologie, von dem Zugriff auf Daten überhaupt keine Rolle spielt. Das ist nicht das Bottleneck. Gerade dann, wenn die Daten klein sind und die Hardware so schnell ist, dass es keinen Unterschied macht. Das ist ein Grund dafür, dass man heute Datenanalyse oft in Python macht, in einem Webbrowser, in Jupyter.
Man kann hunderte, hunderttausende, Millionen Du-Tupel von. Ruft mich jemand an, das ist noch nicht gut. Entschuldigung. Mein Handy ausmachen. Man kann hunderttausende, Millionen Tupel in Python analysieren und das ist überhaupt kein Problem. Aber es gibt halt auch Problemstellungen, wo die Daten sehr groß sind und dann wird es zu einem Problem. Ja, also die Hardware wird immer schneller, sodass immer größere Probleme lösbar sind. Natürlich mit einem hohen Hardware-Einsatz, ja, der völlig unnötig ist manchmal. Aber insbesondere in diesem Bereich, wo die Daten dann sehr groß werden, da wird es immer sichtbarer, dass es wichtig ist, die Daten geeignet zu organisieren, geeignet auf die Daten zuzugreifen, sodass da kein Flaschenhals entsteht. Und da werden wir halt auch ein bisschen reingucken in dieser Vorlesung. Ja, und damit kommen wir zu den Lernzielen dieser Vorlesung. Das sind die folgenden 5. Also mir geht es um grundlegende Techniken im Bereich Big Data Engineering, dass sie das konzeptuell lernen. Wir sind ja in der Uni, wir lernen also nicht nur irgendwie programmieren, sondern sie sollen wirklich die Konzepte dahinter verstehen. Das machen wir mit Folien und Übungsaufgaben, beziehungsweise Vorlesungen, Übungsaufgaben. Dann sollen sie das aber auch anwenden lernen, das ist mir ganz wichtig. Ja. Ich zeige Ihnen nicht nur irgendwelche Definitionen oder Konzepte, sondern ich zeige Ihnen immer auch, ich komme da gleich noch zu, sehr stark, wie man das anwendet, damit Sie die Brücke auch in die Anwendung leicht machen können. Dafür werden wir sehr viel Python verwenden. SQL werden wir irgendwann machen, die Datenbankanfragesprache, aber auch ganz viel Jupyter. Ne? Dann Python oder SQL in Jupyter eingebettet, da kommen wir noch zu. Einen der wichtigsten Punkte überhaupt im Datenbankbereich, was immer wieder schief geht, auch bei Leuten, die einen Master oder einen Doktor in Informatik haben, sieht man das immer wieder, dass das Rad neu erfunden wird. Also man hat ein Problem, sieht irgendein Problem, das man lösen muss, ja, und erfindet das Rad neu. Man programmiert irgendwas from scratch, ja, man löst irgendwas from scratch, anstatt mal zu überlegen, was sind denn Probleme, die ähnlich sind? Gibt es ähnliche Probleme? Und wenn es ein ähnliches Problem gibt, ist die Lösung für dieses ähnliche Problem transferierbar auf das, was ich hier lösen muss. Das ist eine der wichtigsten Eigenschaften, wenn es um Datenbanken geht, aber noch viel wichtiger zum Beispiel im Bereich Data Science. Im Data Science ist das Problem, da gibt es so viele Lösungen und Werkzeuge, da muss man immer genau gucken, ist das jetzt ein Problem der Art Tralala, dann muss ich doch einen Algorithmus der Klasse nehmen. Ja, das ist also das ist viel schwieriger, als es im Datenbankbereich ist. Und das ist ganz wichtig, ja, dass Sie erkennen bei einem Problem, da sind doch die zwei Klassen und die drei Klassen von Problemen, die ich hier erkennen kann, dann nehme ich doch die Lösung, statt das Rad neu zu erfinden. Und das ist gerade bei Datenmanagement sehr wichtig, da sollen Sie nicht irgendwas neu programmieren, sondern Sie sollen halt erkennen, in einer echten Situation, in einem echten Problem, das ist ein Datenmanagement-Problem, dann nehme ich doch ein Datenbanksystem. Alles klar, da spare ich mir so viel Arbeit und so viel Coden und Wartung und Testen, mache ich mir das Leben doch einfacher. Also in einer anderen Vorlesung habe ich das auch mal das Faulheitsprinzip in der Informatik genannt. Ja, ganz wichtig, dass man faul ist in der Informatik an den richtigen Stellen. Und hier ist es super wichtig, Sie müssen erkennen, ich bin noch nicht bescheuert und programmiere jetzt alles normal. Da hat doch jemand schon eine Bibliothek gemacht. Da gibt es Firmen, die nur das machen. Ja, wieso programmiere ich das nochmal neu? Ja? Da gibt es ein Open-Source-Projekt, was genau mein Problem löst. Ja, großartig, dann nehme ich das doch, anstatt da selber irgendwas rumzufrickeln. Und das ist wirklich eine der wichtigsten Sachen, die Sie lernen werden im Informatikstudium und Data Science sowieso. Ich werde Ihnen das auch nur, keine Angst, Sie erzählen das alle ein paar Wochen nochmal, wie wichtig das ist. Ja? Faulheit in der Informatik, super wichtig. Ja, dann Punkt 4. Für Probleme wichtige Anwendungen sensibilisieren. Also, wenn man mit Daten zu tun hat, dann kommt man schnell in so Sachen wie Datenschutz, Privatheit, Privacy im Englischen. Ja, kann ich das mit De-Anonymisierung in den Griff kriegen? Was sind denn so ethische Fragestellungen, wenn ich Daten verbinde? Was kann da passieren? Also ist auch dieses Thema Überwachung. Da werden wir sehr stark reingucken in dieser Vorlesung, weil mich das persönlich einfach auch bewegt, das Thema. Und sehr viel zu tun hat mit Datenbanktechnologie, komme ich gleich noch zu. Ja, und dann für Lösungen wichtige Anwendungen sensibilisieren. Also ist die eine Sache, irgendwas zu implementieren, irgendwas aufzusetzen. Aber es sind so viele Fragen, die da eine große Rolle spielen. Zum Beispiel, was ist der Aufwand, um das zu implementieren, um dieses System auf den Boden zu bekommen? Was ist der Aufwand? Was ist die Performance? Unter welchen Bedingungen? Ja? Bei welcher Art von Anfragen, bei welcher Menge von Nutzern habe ich welche Performance? Das sind alles Sachen, über die ich nachdenken muss.
Dann die Robustheit, ein Riesenthema, Stichwort Schulplattform in Deutschland. Ja, wenn mit 10 Schülern funktioniert super, aber bei 1000 geht es in die Knie. Surprise, surprise, wie kommt das nur? Ja, also muss man sich über Gedanken machen, was sind die Grenzen meines Systems, was kann es leisten? Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Kriterium bei der Erstellung von Systemen. Dann Erweiterbarkeit, ja, Riesenthema in der Informatik. Ich baue irgendwas, ja, und dann kommt der Kunde und sagt, nee, ich hätte aber gerne noch Tralala. Und dann merken Sie irgendwann, Sie können das nicht mehr erweitern. Also großartiges Beispiel ist die Völklinger Hütte hier im Saarland. Ja, das war eine Zeit lang halt ein System, was funktioniert hat. Ja, hat man irgendwie Eisen hergestellt, aber irgendwann war das Ding nicht mehr erweiterbar. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo es sich lohnt, okay Leute, wir machen das Ding komplett dicht und bauen Neues daneben. Genau das gleiche Prinzip gibt es natürlich auch in der Informatik. Ja, man sieht, Systeme entwickeln sich über die Zeit und irgendwann sieht man, sorry, wir können hier nichts mehr dran ändern am Ding, wir müssen es komplett neu machen. Es hilft einfach nichts. Auch wenn es sich anhört, als wäre es ein riesiger Aufwand, es ist billiger, es neu zu machen, statt dieses alte Ding immer wieder irgendwie versuchen zu erweitern. Ja? Und dann sind die Entwickler halt weg bei diesem alten Ding, keiner versteht mal, was da wirklich passiert, nicht dokumentiert und so weiter. All diese Probleme können auftauchen. Genau, das sind die Lernziele dieser Vorlesung. Und das Konzept, was wir machen, das machen wir jetzt im dritten Sommer und das hat bisher immer sehr, sehr gut funktioniert. Das ist Learning by Application. Das heißt, wir machen nicht so ein Bottom-up, dass ich jede Woche irgendwie so ein Thema aus dem Datenbanken, aus der Datenbankwelt Ihnen zeige, sondern ich motiviere das immer sehr, sehr stark mit einer konkreten Anwendung. Alle 2 Wochen haben wir eine andere konkrete Anwendung, die irgendwas mit Datenbanken zu tun hat. Ich werde da relativ viel zu erzählen, werde die Anwendung vorstellen, dann werde ich sagen, was sind die Datenmanagement- und Analyseprobleme dahinter. Kurze Trinkpause. Was sind die Datenmanagement- und Analyseprobleme dahinter? Dann erzähle ich Ihnen in der Vorlesung, was das sind die Grundlagen, um diese Probleme lösen zu können. Anhand von Folien, Beispielen, ich male auf dem iPad rum. Aber auch ganz viel Jupyter, Python, SQL, Hands-on. Also immer auch der Transfer in die Praxis, ja, für diese Technik. Und dann am Schluss immer noch die Klammer zu. Das heißt, ich erzähle dir nochmal den Transfer auf unsere konkrete Anwendung. Okay, wir haben jetzt diese Grundlagen kennengelernt, aber was bedeutet das für die Anwendung? Was machen wir jetzt in der Anwendung damit? Ne? Das machen wir immer als so 2 Wochen Blöcke. Und das schlägt sich auch in den Übungszetteln dann nieder. Die sehen dann so aus: Wir haben immer 2 Aufgaben mit Bezug zu den Grundlagen, also das, was ich in Folien gezeigt habe, was ich in der Vorlesung gemacht habe. Eine Aufgabe mit Bezug zu den Grundlagen, die also Jupyter, Python, SQL, Hands-on macht. Das heißt, also diese 2 Aufgaben, die sind textuell. Ja, da sollen sie irgendwas hinmalen. Hier, das ist Jupyter. Das heißt, sie müssen im Jupyter Notebook irgendwas ausfüllen. Wie das geht, zeige ich gleich noch. Oder das müssen sie Python oder SQL hinschreiben. Und dann gibt es dann noch eine Aufgabe, meistens mit Bezug zum Transfer. Ja? Also ein Transfer, den wir nicht gemacht haben, dann erweitern wir den Transfer und fragen Sie mal, okay, also diesen Transfer haben wir gemacht, den anderen nicht. Wie würden Sie das denn machen? Wie macht man jetzt einen Transfer dieser Technik auf diese Anwendung, die wir in der Vorlesung gelernt haben? Das heißt, wir haben das sehr, sehr stark verzahnt hier, die Anwendung mit den Konzepten, aber auch mit dem konkreten Python und SQL, was wichtig ist, um diese Anwendung hinzubekommen. Genau. Ja, hier ist der Wochenplan. Also wir machen heute, ich sage gleich was zu Python, wie das funktioniert, wie Sie da reinkommen. Also Sie haben sehr, sehr unterschiedliche Vorkenntnisse in dieser Vorlesung. Also die DSAI-Leute haben alle schon Python-Kurs bekommen im ersten Semester. Der eine oder andere von Ihnen wahrscheinlich auch schon. Ich gehe davon aus, dass Sie Programmieren 2 gehört haben. Also wissen, was eine prozedurale Programmiersprache ist, eine objektorientierte, was objektorientierte Objektorientierung, was ein Wort, ist, wie man es ausspricht und wie man es benutzt. Das kann ich nicht alles konzeptuell erklären. Also ich erkläre mir die Syntax und die Feinheiten von Python gegenüber jetzt, weiß nicht, Java oder C++. Also ich gehe davon aus, Sie haben Java, C++, Rust oder irgendwas mal gesehen. Und dann gibt es immer diese 2 Wochenblöcke. Also der erste Block ist IMDb, das ist so eine Filmdatenbank, wo, kennen wahrscheinlich die meisten von Ihnen, werde ich dann auch ein bisschen zeigen, wo Informationen zu Filmen abgelegt sind. Und das ist dann immer das Thema, das ist die Anwendung und hier rechts ist praktisch, das sind die Konzepte, die wir anhand dieser Anwendung erklären. Also Datenmodellierung, relationales Modell, dann relationale Algebra im Teil 2 von IMDb. Danach das Thema ist NSA,
Das orientiert sich an dem Buch von Andreas Eschbach, Nationales Sicherheitsamt. Geniales Buch, was extrem gut erklärt, welche Risiken es hat, wenn man Daten zusammenführt. Also das, was oft mit Big Data gemeint ist, ist eigentlich, dass man viele Datenquellen zusammenführt. Was sind die Risiken für Privatheit? Und ich kann Ihnen, das ist schon mal, jetzt ist meine Buchempfehlung, lesen Sie NSA von Andreas Eschbach, geniales Buch, vielleicht schon als Vorbereitung für das, was wir in was, so 3, 4 Wochen machen. Also in dem Buch sind sogar SQL-Statements abgedruckt. Nicht das SQL, was es jetzt gibt, sondern eine Variante davon. Das Ganze ist ein Roman, ja, ist eine Fiktion. Aber sehr, sehr nah aufgestellt an dem, was SQL kann und fast vollständig korrekt. Genau, da empfiehlt schon jemand im Discord auch das Buch. Ja, wunderbar. Also Sie müssen das nicht gelesen haben, um die Vorlesung zu verstehen, aber ich lege es Ihnen, das ist eins der Bücher, finde ich, die man gelesen haben muss als Informatiker. Dann das dritte, ne Quatsch, hier sind wir. Der dritte Themenbereich, das ist mehr ein Einschub, das ist nicht eine Anwendung, sondern das ist ein Technologieeinschub. Hier weichen wir mal 2 Wochen vom Pattern ab. Da zeige ich Ihnen, was Anfrageoptimierung machen kann. Das ist ein Kern von Datenbanktechnologie, wo Sie ganz sich unglaublich viel Arbeit sparen können, wenn Sie verstehen, was da passiert und warum es so wichtig ist, Datenbanktechnologie geschickt einzusetzen, statt die Sachen selber zu implementieren. Dann gehen wir wieder auf eine Anwendung, Handel, Banken, Ticketsystem. Was sind wichtige Aspekte, wenn Sie solche Sachen auf den Boden bringen wollen? Ja, da geht es insbesondere dann um Schreiboperationen und sogenannte Transaktionen. Ja, eine Transaktion ist zum Beispiel ein Abheben auf dem Konto. Sie wollen, was weiß ich, 20 Euro überweisen von Konto A nach Konto B. Was sind die Probleme, die auftreten können? Da geht es dann auch ein bisschen um so Sachen wie Nebenläufigkeit. Ja? Also nebenläufige Transaktionen, ja? Was der eine oder andere vielleicht schon kennt aus der nebenläufigen Programmierung, die gibt es bei uns auch alle im Datenbankbereich. Aber, und das ist das Geniale, Datenbanksysteme lösen diese Probleme automatisch. Also wenn Sie ein Datenbanksystem richtig einsetzen, brauchen Sie sich keine Gedanken mehr machen über Nebenläufigkeitskontrolle, über Threading und Semaphoren und Blöcke und was weiß ich. Fällt alles weg. Macht das Datenbanksystem für Sie automatisch, löst alle Probleme, die Sie damit haben. Und das ist großartig. Dann der nächste Anwendungsblock ist Datenjournalismus. Also mit Datenjournalismus ist gemeint, dass es jetzt immer mehr Artikel gibt, wo Journalisten ja, jetzt nicht nur einfach so eine Recherche machen, sondern auch ganz viele Datenquellen anzapfen, dann irgendwelche Graphen zeigen in ihren Artikeln. Also da verschmilzt Datenanalyse mit journalistischen Arbeit. Sieht man jetzt natürlich in der Pandemie auch ganz viel, ja, Covid, irgendwelche Inzidenzzahlen, wer ist wann wo geimpft. Ja, und dann kann man das für Analysen verwenden und so weiter und so fort. Das ist Datenjournalismus. Da werden wir 2 Wochen zu machen. Und da gibt es insbesondere ein paar wirklich wichtige Sicherheitsthemen, die Sie gehört haben müssen, insbesondere SQL Injection. Das ist das größte Einfallstor für Datenbanken. Und das sorgt jedes Jahr in vielen Fällen dafür, dass irgendwelche Datenbanken komplett abgegriffen werden, weil dieses Einfallstor nicht gestopft wurde. Ich zeige Ihnen ein bisschen, was man da machen kann, also was man nicht machen soll, aber was leider teilweise möglich ist, wenn man das nicht richtig schließt, diese Sicherheitslücke. Ja, dann haben wir noch eine Woche Zeit. Das ist noch ein bisschen unklar, was wir da machen. Also wir hatten ja letztes Jahr so ein kürzeres Semester, wegen Covid, und jetzt haben wir wieder ein bisschen längeres. Aber wir haben jetzt, wenn wir richtig rechnen, noch eine Woche mehr. Und da werden wir wahrscheinlich noch ein anderes Thema machen. Mal gucken. Und am Schluss gibt es dann noch eine Zusammenfassung von der ganzen Vorlesung. Das ist mal der Plan. Ja, damit komme ich zu den Tools. Vorher noch ein bisschen Abgrenzung. Der eine oder andere hat vielleicht gesehen, wir haben noch eine andere große Vorlesung, die heißt Database Systems. Hatten wir jetzt gerade im Winter. Der Unterschied ist der folgende. Hier geht es mehr um die Prinzipien, Entwurfsmuster und die Anwendung. Also diese Vorlesung ist eine absolute Voraussetzung für die Stammvorlesung. Die Stammvorlesung macht keinen Sinn, wenn Sie nicht diese Vorlesung gehört haben. Hier in der Stammvorlesung, voraussichtlich im Winter 21/22, ist noch nicht so ganz sicher. Da gibt es aber mindestens alle 2 Jahre, mindestens danach dann wieder, machen wir einen tieferen Einstieg in die zugrunde liegenden Techniken. Ja, also gehen wir noch stärker algorithmisch rein. Hey, wie macht man so Anfragen effizient? Was muss man beachten und so weiter und so fort. Genau, ja, ein bisschen über mich noch. Also ich habe einen YouTube-Kanal, wo Sie jetzt auch dieses Video sehen. Da sind auch noch viele Videos aus alten Vorlesungen. Können Sie auch mal durchbrowsen, wenn Sie wollen. Ich koordiniere
Bachelor und Master Data Science and Artificial Intelligence hier an der Uni des Saarlandes seit Wintersemester 1920. Der Studiengang ist sehr, sehr erfolgreich. Und also wenn Sie das interessiert, gucken Sie mal rein. Diese Vorlesung ist eine Pflichtvorlesung auch in diesem Studiengang im Bachelor. Ja, Startup habe ich auch gegründet mit einer Kollegin mal vor ein paar Jahren. Wir machen da Data Science Consulting. Genau, soviel zu mir. Das ist unser Team, das Tutorinnen- und Tutorenteam. Können Sie auch hier sehen in unserem CMS. Also wir haben das gleiche CMS, was, ich ziehe es mal kurz rüber, was wir auch, muss kurz das Fenster zumachen, ups, so. Das ist das gleiche CMS, was auch für viele Vorlesungen hier benutzt wird in der Universität des Saarlandes in der Informatik und das gleiche CMS. Also Sie werden das wiedererkennen, die meisten von Ihnen. Ja, Vorlesung, ja, wir sind alle hier, Donnerstag 10.15 Uhr. Sehen Sie auch im Kalender, da ist das alles eingetragen. Ich klicke mal kurz drauf. Wo ist der Kalender? Fenster auf hier, sowas. Also hier ist der Vorlesungskalender, da sind die Sachen eingetragen. Wir sind hier nach der Vorlesung immer so eine Office Hour in Discord. Wenn Sie Fragen haben an mich, können Sie mich da treffen. Wir haben aber auch verschiedene andere Office Hours, erkläre ich gleich, aber nur mal als Message, ist alles im Kalender schon eingetragen, wenn Sie da was nachgucken wollen. Und im Kalender trage ich auch immer kurz vor der Vorlesung den Link zu dieser Vorlesung ein, also die YouTube-URL. Trage ich immer hier ein, mache ich aber auch in Discord, da pech ich das auch nochmal. Ne? Also es gibt da drei verschiedene Orte, wie Sie den Link finden. Sie können während der Vorlesung in Discord im Textkanal Vorlesung Fragen stellen. Also wenn Sie sich noch nicht für Discord registriert haben, klicken Sie in den Folien hier einfach drauf, beziehungsweise im Vorlesungstool, registrieren Sie sich da mit irgendeiner E-Mail, kann irgendeine anonyme E-Mail auch sein, ist völlig egal. Ja, und dann können Sie da diesen Kanal lesen, aber da auch Fragen stellen. In der Vorlesungspause bin ich auch im Sprachkanal in Office Hour verfügbar. Wenn der eine lieber das per Audio machen will, auch gut. Ja. Also das gibt es ja in der normalen Vorlesung auch, ne, dass man dann mal vorgeht zum Professor, Professorin und eine Frage stellt. Das geht ja natürlich auch, ne, im Discord. Materialien, die Folien sind nach der Vorlesung CMS, die stimmen nicht vor der Vorlesung CMS, ja? Also ich werde jetzt immer, das haben wir geändert, werde die vor der Vorlesung immer hochladen. Es kann sein, dass es klitzekleine Änderungen gibt und dann schreibe ich das mal im CMS und lade nochmal hoch und sage ein bisschen, wie das funktioniert. Code nach der Vorlesung ist auf GitHub, können Sie da angucken, da kann ich auch mal draufklicken, was da passiert. Also, was haben wir auf GitHub? Da haben wir... das heißt, der Big Data Analytics Group, Big Data Engineering, und das sind so das sind viele der Notebooks, die wir hier angucken werden in der Vorlesung. Aber das erklären wir alles noch im Detail, wenn wir dann soweit sind. Hier nochmal das FAQ verlinkt von der Uni zum Thema Corona und vom Robert-Koch-Institut, falls Sie es nicht gesehen haben. Office Hours. Auch alles über Discord. Also mittwochs 13.15 Uhr bis 14 Uhr steht alles im Kalender. Da können Sie Fragen stellen zu Übungen und Konzepten aus der Vorlesung. Auf Sauer Prof habe ich erwähnt, immer nach der Vorlesung. Vagrant Support. Vagrant ist eine virtuelle Maschine. Das ist alles auch im CMS genau erklärt. Das macht Ihnen das Leben einfacher. Also wenn Sie Python, wir werden Python benutzen und Sie können Python auf, weiß nicht, fünf verschiedene Arten installieren. Sie können das direkt auf Ihrem Betriebssystem installieren, so mache ich das. Aber das kann zu Problemen führen mit Faden und Versionen und hin und her. Lieber nicht, wenn man damit anfängt, macht man das lieber nicht so. Deswegen stellen wir Ihnen eine Vagrant-Datei zur Verfügung, die genau festlegt, welche Version wir von welchem Paket haben wollen. Da werden auch Datenbanksysteme installiert. Also wenn Sie sich das Leben einfach machen wollen, nehmen Sie einfach Vagrant, das ist startende virtuelle Maschine und da können Sie die Jupyter Notebooks laufen lassen und Sie müssen sich um nichts kümmern. Dafür, da machen wir auch Support für und das, also diese Office Hours, die ich gerade gezeigt habe, sind dafür da. Das heißt, meine Bitte an Sie, die ersten Wochen wirklich nutzen, um Vagrant zum Laufen zu bekommen. Das ist ganz wichtig, weil Sie brauchen das in der Vorlesung, im weiteren Verlauf der Vorlesung. Übungsgruppen. Montags und dienstags, wir machen das auch auf Discord,
Und das machen wir so als Lab. Das heißt, 15 Minuten gibt es Lösungshinweise zu vergangenen abgegebenen Übungen und dann 75 Minuten Teamarbeit. Also einfach Übungsaufgaben lösen. Genau. Ja, und es geht thematisch jeweils um das Material einer 90-minütigen Vorlesungseinheit. Hier ist wichtig, dass Sie sich bis 23.04. Mitternacht im CMS, dass Sie da Ihre präferierten Zeitslots abgeben, damit wir die Zuordnung machen können. Und dann teilen wir Sie einzeln in Übungsgruppen. Sollten Sie mal verhindert sein, können Sie gerne an einer anderen Übungsgruppe teilnehmen. Das ist ja jetzt durch Discord ganz besonders einfach. Ja. Dann weitere Infos. Also am Donnerstagabend gibt es immer den Übungszettel. Abgabe ist vor Beginn der nächsten Vorlesung. Alles über das CMS, also bitte nichts per E-Mail hin und her schicken, das können wir nicht akzeptieren. Sie können abgeben in Gruppen von 2 bis 3 Studierenden, aber nicht alleine. Also bitte, falls Sie schon jemanden kennen, sprechen Sie ihn an. Hey, können wir die Übungsgruppe machen? Beziehungsweise in Discord können Sie auch Leute ansprechen. Beziehungsweise helfen wir auch gerne in Tutorien. Ja, melden Sie sich bei Ihrem Tutor. Hey, ich habe noch keine Übungsgruppe. Ja, wer hat noch Bock, eine Übungsgruppe zu machen? Und dann helfen wir Ihnen natürlich. Genaue Infos zur Abgabe gibt es auch auf der jeweiligen Übung. Also, dass Sie zum Beispiel Ihre Matrikelnummer draufschreiben und so weiter und so fort, wie das alles funktioniert. Und es gibt Musterlösungen im CMS, was Ihnen dann natürlich hilft als Klausurvorbereitung, weil, wie in jeder anderen Vorlesung auch, die Klausur orientiert sich extrem stark an dem, was wir auf den Übungszettel machen. Die Klausur, da müssen mindestens 50% der Punkte erreicht werden, um zur Abschluss- oder Wiederholungsklausur zugelassen zu werden. Wir haben keinen Midterm, haben wir in den Nicht-Pandemiesemestern gemacht. Aber momentan machen wir es nicht. Eine Klausur reicht irgendwie, plus Wiederholungsklausur. Im Semester maximal 2 Übungszettel mit 0 Punkten oder unbearbeitet. Falls mehr, brauchen Sie einen Attest. Also wenn Sie mal krank sind natürlich, klar, dann müssen Sie uns das irgendwie nachweisen und dann kann man darüber reden. Kein Ding. Aber ja, ohne ärztliche Begründung nur 2-mal mit 0 Punkten. Klausurtermin haben wir ja seit gestern. Das ist dann der Donnerstag, der 29.07., 10 bis 12, nach Klausur am 9.09. Und wahrscheinlich machen wir das Open Book. Das haben wir jetzt schon gemacht im Wintersemester zum ersten Mal. Das ist sehr gut gelaufen. Open Book heißt dann, Sie bekommen kurz vorher ein PDF mit der Klausur, können das zu Hause lösen, unterschreiben natürlich so eine Erklärung, dass Sie es alleine gelöst haben und laden das PDF dann wieder hoch. Das haben wir jetzt auch gemacht. Ein Database Systems hat sehr gut funktioniert. Ja, und dann die üblichen Regeln. Bestehen und Note. Zum Bestehen müssen mindestens 50% der Punkte in Klausur oder nach Klausur erreicht werden. Und die Note wird zu 100% vom besseren Ergebnis bestimmt. Das Maximum zählt. Das heißt, Sie können natürlich auch, wenn Sie bestanden haben, die normale Klausur im Juli, können Sie trotzdem in die Nachklausur, um Ihre Note zu verbessern. Geht in anderen Vorlesungen auch. Ist hier auch nichts anderes. Ja, hier nochmal die Übersichtstools, auch alles verlinkt in den Folien, Vorlesungen YouTube, steht alles im Kalender drin, die Links jetzt noch nicht, macht das jeweils kurz vorher, beziehungsweise auf Discord oder in Materialien verlinke ich auch. Es gibt 3 Orte für diese Links, im Kalender, auf Discord und unter Materialien steht jeweils der Link. Fragen in der Vorlesung, Office Hour, Tutorium, alles über Discord und hier ist die Anleitung, gucken Sie sich das bitte an. Materialien, alles im CMS und alles andere sowieso über das CMS. Und dann gibt es noch das Forum. Also wir haben auch ein, ich kann das nochmal kurz einklicken, Discourse, nicht Discord, sehr verwirrende Namensgebung, aber die Namen sind nicht von uns. Es gibt Discourse und Discord. Das ist Discourse, das ist einfach ein normales Bulletin Board, wo Sie auch Fragen stellen können. Und da gucken die Tutoren regelmäßig, Tutorinnen und Tutoren regelmäßig rüber. Ich gucke da regelmäßig rüber. Also wenn Sie Fragen stellen, können Sie auch darstellen. Das geht natürlich auch. Ja, und hier kann man dann Threads eröffnen und so weiter und so fort. Das wurde gerade jetzt auch wegen Online-Vorlesungen relativ rege genutzt. Ja. Also da können Sie zum Beispiel auch, wir können auch einen Thread aufmachen, Suche Übungsgruppe. Ja, und dann können Sie sich da melden und Leute finden zum Üben. Genau, vielleicht gucken wir noch mal kurz ins CMS. Also hier ist unser CMS noch mal. Genau, Startseite, also jetzt nochmal. Also bei Informationen gibt es Termine, hat mir gerade gesagt. Ne? Es gibt die Materialien, das ist mal die Materialliste von, die haben ja schon ziemlich viel zu
heißen, sage ich gleich was dazu. Ja, das sind die Folien von heute. Das ist der Livestream, wo wir gerade sind. Persönliche Statusseite, da kriegen Sie Infos zu Ihren Zetteln. Sie sehen jetzt ein bisschen, ich sehe ein bisschen mehr als Sie wahrscheinlich, ich habe andere Zugriffsrechte, bin ich so jetzt genau, bin ganz sicher, wie das Bild aussieht. Genau, was soll ich noch zeigen? Genau, unter Informationen, da kriegen Sie Infos zu Discord, wie Sie da reinkommen, Discord-Hilfe und so weiter, Vagrant, das ist auch gewachsen im letzten Jahr, die Erklärung relativ detailliert inzwischen. Ja, achso, das Team hatte ich schon gezeigt, das ist das Vorlesungsteam. Das ist eigentlich das, was Sie hierzu erstmal wissen müssen. Genau. Haben Sie Fragen dazu? Dann stellen Sie bitte in Discord. Jetzt können wir direkt drauf eingehen. Irgendwelche Fragen zu den Tools oder zum Ablauf der Vorlesung. Dann würde ich sonst weitermachen mit, vorhin sind wir jetzt durch, ne? Achso, Python, sonst würde ich jetzt weitermachen. Python ist der zweite Teil. Wann müssen wir das erste Übungsblatt abgeben? Also das erste Übungsblatt müsste in 2 Wochen eigentlich fertig sein, wenn ich es richtig sehe. Steht im Kalender, gucken wir mal im Kalender. Was steht im Kalender drin? Termine, bumm. Office Hour, hier, Abgabeübung 1 ist am 29. Ne? Also auch die Abgaben stehen drin, wann Sie was wo abgeben müssen. Hier steht auch drin, wann Beginn der Übungsgruppen ist, Präferenzwahl, haben wir alles eingetragen, auch farblich kodiert, damit Sie dann einen Überblick haben. Ja, wann Feiertage sind, steht auch drin. Hier sind irgendwie zweimal Sommersemester halt, Donnerstag ständig Feiertag, keine Vorlesung, steht alles im Kalender. Heute. Weitere Fragen? Schreibt noch jemand? Ich warte mal, was noch kommt. Ah, da kommt ein Danke, okay. Schreiben noch 2, ich warte mal kurz ab. Also wir können das ja auch als eine Art Pause jetzt sehen. Machen das mal 5 bis 10 Minuten. Warum auf die Vorlesung Vorkenntnisse? Bin von BWL, jetzt in das erste Semester digitale BWL und habe entsprechend noch keine PROC gehört. Nee, also PROC 2 lege ich Ihnen dringend ans Herz. Gibt immer wieder Versuche, die Vorlesung zu hören im ersten oder zweiten Semester, aber richtig sinnvoll ist es nicht. Ja. Also bitte eigentlich erst PROC 2 hören. Mindestens Algorithmen und Datenstrukturen ist auch hilfreich. PROC 1 hier und da, ja, aber PROC 2 sollten Sie gehört haben, ja, sonst ist es schwierig. Ich habe Ihre Videos zu Python angeschaut, haben Sie auch sowas für SQL? Oh ja, oh ja, oh ja, warte mal, Sekunde, ich hole es mal hervor. Ich kann die Kamera umschalten. Ich kann die Playlist da... Es gibt ja lange Playlists auch von alten Videos, von alten Iterationen der Vorlesung. Also wir haben irgendwie 2013 angefangen, auf YouTube sehr viel zu machen. Und es gibt eine Playlist SQL, wenn ich die jetzt finde. Moment, hab sie gleich. Bum, bum, bum. Table Systems. Ach Gott, wo ist die denn? Talks, Script Optimization, Group Assessing. Ach so, da unten geht's weiter. Ah, das sind so viele Playlists. Hier ist sie doch. Genau, die kann ich jetzt irgendwie teilen, ne? Teilen, kopieren, bumm. Da. Das ist die Playlist. Ich habe es in Discord verlinkt. Das ist relativ detailliert. Das ist viel mehr, als wir hier machen. Ja? Also da gehe ich auch auf Trigger ein und was weiß ich nicht alles. Es gab mal halt eine Version von der Vorlesung vor 20 Jahren, da hatten wir sehr, sehr viel SQL. Das ist jetzt nicht mehr so. Ja, wir sind jetzt ein bisschen thematisch breit aufgestellt. Natürlich SQL wichtig, aber wir machen dann wirklich nur die absoluten Grundlagen.
Kann man Prog 2 unabhängig von Prog 1 zuerst hören oder ist das aufbauend? Mein Verständnis ist, das kann man unabhängig hören. Also gerade wenn Sie im Sommersemester anfangen, womit auch immer, Informatik, DSAI, das geht. Ja. Kann man mit Prog 2 anfangen oder macht man im Winter hinterher Prog 1. Das ist ja bei einer Mathevorlesung auch so gedacht. MFI 2 zuerst und dann MFI 1. Das sollte gehen. Da kommt noch eine Frage rein. Oder nicht? Nee, ich glaube doch nicht. Gut, dann würde ich an dieser Stelle weitermachen mit Python. Wie gesagt, also wenn Sie schon DSAI, Elements of DSAI gehört haben, dann werden Sie alles Folgende schon kennen. Ganz im Grunde jetzt bis zum nächsten Mal. Also ja, ich werde nichts Neues machen. Aber für die, die es noch nicht gehört haben oder unsicher sind, ich gebe nochmal Hinweise, was wichtig ist und was nicht. Und wie Sie da schnell reinfinden. Also wir haben wirklich umfangreiches Material gerade letztes Jahr erstellt, als wir dieses Pandemiesemester hatten. Das finden Sie hier über Materialien. Und da gibt es zum einen diese Jupyter Notebooks. Das sind die Jupyter Notebooks, die Python erklären. Und die sind so gemacht mit dem Ziel, dass wir nur das erklären, was wirklich wichtig ist in der Vorlesung. Also wir haben links und rechts viel weggelassen. Das heißt, es ist eigentlich nicht so viel Material. Wichtig für Sie ist, dass Sie wirklich Unit-Tests und Classes und Inheritance ein bisschen verstehen. Also wir haben nicht so viel Objektorientierung, aber man benutzt es dann für die Unit-Tests und dann ist es wieder wichtig. Natürlich diese Comprehensions und funktionale Programmierung, die man in Python machen kann, so ein bisschen taucht das hier und da auf. Das sollten Sie können. Also Sie können sich auch selber testen, ja, indem Sie diese Notebooks direkt mal angucken und gucken, verstehe ich das, was da drin ist. Ja? Einfach mal schnell durchgehen. Und wenn Sie dann eins nicht verstehen, dann gucken Sie sich das Video dazu an, wo ich das erkläre. Also es gibt hier für jedes dieser Notebooks, gibt es das zweimal im Video. Ja, es gibt das... Wo kann ich Ihnen das zeigen? Ich zeige Ihnen das mal hier. Boom. So. Genau. Es gibt hier, das ist die Playlist dazu. Und es gibt hier Screencasts, die ich für diese Videos gemacht habe. Können Sie sich angucken. Also wenn Sie wissen, okay, das hier mit Funktionsbibliotheken gucke ich mir nochmal an. Dann gehen Sie da direkt drauf und kriegen das dann angezeigt. Beziehungsweise haben wir dann auch letztes Semester auch nochmal zwei Vorlesungen dazu gemacht. Das sind praktisch nochmal längere Versionen von also nochmal das gleiche in Grün erklärt. Die können Sie auch angucken und da finden Sie das in der längeren Erklärung erklärt, das ganze Material. Das ist genau das gleiche Material nochmal erklärt. Genau. Und so weiter und so fort. Jo. Also das ist das, was wir an Python hier haben. Ich gehe jetzt mal zurück auf die Folien. Und wie gesagt, Jupyter Notebooks, ich erkläre es gleich auch nochmal kurz, ist alles da. Wir gehen davon aus, dass Sie, also Prog 1, ja, hier und da, aber wesentlich wichtiger als Prog 2. Virtual Machine habe ich erklärt, Vagrant, gucken Sie sich das an. Die Anleitung ist hier nochmal verlinkt. Wir helfen Ihnen Office Hours natürlich bei Problemen, aber versuchen Sie es auch erstmal selbstständig. Ne? Teil des Jobs als Informatiker ist das auch, dass man sich da so ein bisschen, bei Problemen erstmal selber versucht, das zu lösen. Ich meine, es gibt Stack Overflow und alle möglichen Foren, wo man sich da umtun kann. Sie können natürlich bei uns im Forum fragen. Aber also wir haben das umfangreich getestet, diese Vagrant-Geschichten. Das sollte eigentlich ohne Probleme funktionieren. Wenn es dann nicht funktioniert, sagen Sie uns dann aber auch Bescheid. Ne? Wenn Sie es selber mal probiert haben, sagen Sie uns dann Bescheid und dann gucken wir gerne mal drauf. Aber nicht gleich beim ersten Fehler, lieber Tutor schreien, hallo Tutor, bitte hilf mir schreien, sondern erstmal selber probieren. Ne? Das ist Teil des Jobs als Informatikerin. Als Informatiker. Damit würde ich dann auf Python ein bisschen mal eingehen
und Ihnen zeigen, wie das funktioniert. Also wenn Sie, ich habe da irgendwo ein Fenster schon weggeklickt natürlich. Nö, das ist es nicht. Nicht da, sowas. Na gut, dann machen wir es auf Hockenhost. Also ich habe hier schon bei Jupyter Notebook gestartet. Und das sind hier bestimmte Notebooks, die ich Ihnen jetzt zeige. Wir gucken mal nur diese vier an. Ja, also 00 Jupyter werde ich Ihnen jetzt nochmal zeigen. Dann 07, 08 und 09. Alles andere sind sehr, sehr einfache Sachen, die Sie eigentlich, das ist eigentlich mehr Syntax, das können Sie sich selber erschließen. Aber wir fangen mal ein bisschen an. Wie gesagt, es gibt alles als Screencast, gibt es alles als Videos noch in Löcher. Aber ich zeige es Ihnen trotzdem nochmal, wenn Sie Lust haben. Heute, wir haben noch ein bisschen Zeit. Also, was ist Jupyter? Jupyter ist eine Mischung aus Markdown und Code, der in der Webseite läuft. Sie sehen hier eine Webseite, das ist hier mein Browser. Wenn ich das hier runter sehe, ja, sehen Sie, es ist ein Webbrowser, der hier läuft. So, und da drin kann ich jetzt programmieren. Und es ist jetzt nicht so, Jupyter ist nicht so, dass ich irgendwie so ein Programm ausführe und das läuft einmal durch, ich kriege ein Ergebnis, sondern das Ganze ist sehr interaktiv und sehr iterativ. Also ich kann mit Jupyter sehr iterativ arbeiten, was gerade bei Datenanalyse extrem sinnvoll ist. Und was ich jetzt schon sehe als erstes ist, also erstmal gibt es hier eine Menüleiste, wenn ich die runterfahre, sehen Sie, hier gibt es eine Menüleiste in diesem Jupyter Notebook, da sind verschiedene Sachen zu erreichen. Zum einen der Kernel. Was ist der Kernel? Das ist eigentlich der Jupyter-Interpreter, der im Hintergrund läuft. Also das Ganze ist eigentlich wie eine Art Webserver, einfach ein Webserver muss man sich das vorstellen. Also läuft irgendwo ein Webserver, der diese Seite generiert. Und jedes Mal, wenn ich hier was mache, wird das zu dem Server geschickt und gibt mir dann irgendwas zurück. Genau. Und es gibt, was man jetzt hier mit diesen blauen Feldern, mit diesen Boxen markiert sind, sind die Jupyter-Zellen. Das sind Zellen, die markiert sind. Hier gibt es verschiedene Arten von Zellen. Also ein Jupyter-Notebook ist nichts anderes als eine Sequenz von Zellen, wie ich es hier nochmal hingeschrieben habe. Und so eine Zelle kann zwei verschiedene Typen haben. Code oder Markdown. Was wir hier sehen, sind Markdown-Zellen. Und wenn ich jetzt einen Doppelklick drauf mache, dann sehen Sie den Source-Code, der unter dieser Zelle liegt, der der Zelle zugrunde liegt. Ne? Jupyter Notebook ist Sequence of Cells und jetzt sieht man hier, aha, mit diesen Quotes erzeuge ich halt diese bestimmte Formatierung. Wenn ich das jetzt ausführen will, dann tippe ich Shift-Return. Dann wird der Code in der Zelle kompiliert und die Ausgabe wird hier gezeigt. Bei Markdown heißt das, die grafische Ausgabe wird gezeigt. Man sieht es zum Beispiel auch bei Überschriften, ne? Hier diese doppelte Pound, doppelte Hash-Symbol, erzeugt eine Überschrift, wenn ich Shift-Return drücke. Ja, das sind Markdown-Zellen und da kann ich jetzt entsprechend Formatierung verwenden. Wenn hier sowas steht, dann ist das eine Codezelle. Hier steht in und hier steht eine eckige Klammer und eine Nummer. Das ist ein Zähler der verschiedenen Ausführungen der Zellen. Also hier ist jetzt eine Codezelle und hier ist ein einfaches Print-Statement mit dem, was ich ausgeben will in Quotes. Wenn ich das ausgebe, Shift-Return, dann sehe ich direkt nach dieser Codezelle die Ausgabe, die die Zelle erzeugt hat, und hier den Zähler, ja, der Ausführung. Also jedes Mal, wenn ich so eine Codezelle ausführe, wird dieser Zähler hochgeführt und da kann ich so ein bisschen Überblick behalten, was ich da eigentlich gemacht habe. Ja, und hier nochmal ein einfaches Beispiel. Hier Initialisierung einer Variable mit 42. Das ist nicht streng getypt. Hier wird dynamisch der Typ bestimmt als Integer. Dann zweimal der Wert von i ausgegeben und hier dreimal der Wert von i. Sollte man denken? Nee, es gibt eine Konvention in Jupyter Notebooks, die geht so, wenn die letzte Zeile ein Ausdruck ist, dann wird dieser Wert ausgegeben. Hier sind jetzt zwei Ausdrücke, einmal i und einmal dreimal i. Ja, wenn ich das jetzt hier wegkommentieren würde, würde auch nichts ausgegeben werden. Ja, aber wenn ich das jetzt lösche, Moment, jetzt bin ich verwirrt. Achso, nee, Moment, ich habe hier das Print mit dem Out verwechselt, Entschuldigung. So, gehen wir mal zurück. Also hier wird jetzt die Ausgabe 42 ausgegeben, weil das der letzte Ausdruck ist. Kommentar wird natürlich ignoriert. Ja? Also die Ausgabe dieser Zelle, das ist dieses Feld out, ist 42, praktisch eine Art Return Value, so muss man sich das vorstellen. Aber das Print Statement wird natürlich hier vorausgegeben. Also diese 84 kommt hierher und die 42, die kommt aber hierher.
Ja, die letzte Zeile, der letzte Ausdruck, der steht in der Zelle. Da muss man ein bisschen aufpassen. Vor allem, wenn man dann was danach schreibt, steht jetzt nur noch dreimal I. Das I wird gar nicht mehr ausgegeben. Ja, das wird nicht mehr mit dem Out berücksichtigt, sonst wird nur der letzte Ausdruck hier berücksichtigt. Das muss man ein bisschen aufpassen. Wenn man was dahinter schreibt, ne, dann ist das dann weg. Ja, dann, was haben wir hier nochmal? Genau, mal ein anderes Beispiel dafür. Das ist auch nochmal diese, ja, der letzte Ausdruck wird hier, letzte Auswertung wird hier gezeigt. Ich kann hier auch mit LaTeX-Syntax, das ist eine vereinfachte LaTeX-Syntax, kann ich hier einfache Formeln schreiben, einfache mathematische Notation mit zwei Dollarzeichen. Und der eine oder andere wird, die andere wird diese Notation schon kennen. Das wird dann auch entsprechend formatiert. Ich kann Bilder einbetten. Das funktioniert über so eine Syntax, eine HTML-ähnliche, eine HTML-Syntax. Ich kann natürlich auch Links hier einbetten, ist kein Problem und so weiter und so fort. Was für die Datenanalyse sehr wichtig ist, und ich zeige Ihnen das nun mal als Vorschau, das heißt nicht, dass Sie jetzt die Syntax alles schon, wenn Sie noch kein Python gesehen haben, dass Sie das alles verstehen müssen, nur mal um zu zeigen, was damit möglich ist und warum Jupyter jetzt so durch die Decke gegangen ist und so viele Anwenderinnen gefunden hat, ist, dass man sehr leicht visualisieren kann. Also ich kann, es gibt sehr, sehr viele Bibliotheken, die mir helfen, Daten zu visualisieren auf eine sehr, sehr schöne Art. Eine oder die wichtigste ist Matplotlib. Und da kann ich zum Beispiel hier einfach jetzt so einen Barchart erzeugen. Ja, Leute, die Python mögen, People, die ja keinen Geschmack haben. Eine andere sehr wichtige Bibliothek, die etwas neuer ist, ist Altair. Die kann man auch großartige Sachen mitmachen. Zum Beispiel hier, das ist so eine Punktwolke, die man da malen kann. Und da sehen Sie schon, also ich meine, hier sind nur Imports. Ja, dann sage ich hier, okay, das sind meine Source-Daten. Und alles andere hier ist eine deklarative Definition, wie mein Graph aussehen soll, wie meine Visualisierung aussehen soll. Das ist alles, was auch immer das alles heißt. Ja. Und der Rest wird automatisch gemacht. Da sehen Sie, die Beschriftung ist schon da. Sie sehen aber auch hier so ein Mouse-Over. Das heißt, ich kann hier über einen Punkt gehen und kriege automatisch angezeigt, was hinter dem Datenpunkt steckt, die Legende ist da und so weiter und so fort. Das Ganze können Sie dann auch hier runterladen als SVG, PNG und so weiter und so fort. Also großartig gemacht und unglaublich wertvolles Tool. Hier nochmal ein anderes Beispiel. Das Ganze ist auch nur wieder die Definition, eine deklarative Definition, wie der Graph aussieht. Und alles andere macht das Tool von selber. Hier ist ein Datensatz von Fahrzeugen, von Autos. Dieser Datensatz, der hat verschiedene Attribute und die reiße ich jetzt jeweils auf. Das heißt, ich schreibe auf je eine Achse ein Attribut. Da sehen Sie hier zum Beispiel die Horsepower, die Pferdestärke und dann die Miles per Gallon Verbrauch. Das ist diese etwas komische Metrik in den USA. Miles per Gallon wird das gemessen. Das heißt, ich habe jetzt zwei Attribute abgetragen und kann jetzt für jeden Datenpunkt hier sehen, wo der sich ungefähr befindet. Und so habe ich natürlich für jede Kombination von zwei Attributen, kann ich so einen Aufriss machen. Also hier habe ich Horsepower, Acceleration. Das ist natürlich gespiegelt über die Achse hier nochmal. Ne? Hier sind nur die Achsen vertauscht. Hier steht Horsepower auf Y, hier steht es auf X, hier steht Acceleration auf X und hier steht es auf Y. Das ist im Grunde, das sind die gleichen Daten, nur einmal über die Achse gespiegelt. Und so kann ich Daten systematisch analysieren. Und ich habe jetzt auch automatisch schon die Interaktion eingebaut. Das heißt, ich kann ja, wenn ich ja an einem ziehe, werden alle anderen direkt mitbewegt. Das ist alles schon synchronisiert. In der Mitte gibt es natürlich eine Linie, logischerweise. Wenn ich auf beiden das gleiche Attribut abtrage, macht wenig Sinn, kriege ich eine Linie. Das wird in dieser Visualisierung so gemacht. Und Altair bietet einen unglaublichen Reichtum dieser Visualisierung an. Extrem nützlich und sehr, sehr leicht zu benutzen. Was noch wichtig ist, die wichtigste Sache überhaupt in Jupyter Notebooks, was einen in den Wahnsinn treiben kann, wenn man damit anfängt, ist der Zustand eines Programms, der State, Program State. Das ist nicht so, wenn Sie normalen Programm ausführen in einem Compiler, der fängt ja immer bei 0 an. Nix, kein Zustand, bumm, alles wird immer genau in der Reihenfolge gemacht. Ja, wenn Sie es mehrfach ausführen im Programm, ist das deterministisch. Außer Sie haben jetzt irgendwie eine Pseudo-Random-Engine, wo Sie ein Seed nicht initialisiert haben oder so, aber oder haben irgendeinen Sensor oder irgendwie sowas, wo dann eine andere Eingabe kommt. Aber wenn die Eingaben immer gleich sind, ist es deterministisch. Jetzt haben wir hier das Problem, wir führen diese Zellen einzeln aus. Wenn ich jetzt hier sowas mache wie y gleich 12 als Zuweisung, dann habe ich einen bestimmten
Program State hier. Und dieser Program State, also ich kann mal jetzt hier, wenn ich jetzt, was weiß ich, mache ich mal hier, Toggle Toolbar, das wollte ich haben, genau. Ich mache hier ein Plus, dann mache ich eine neue Zelle hin. So, jetzt mache ich hier Y, Shift Return, kriege ich den Wert von Y ausgegeben, natürlich. Ja. Aber wenn ich jetzt sowas mache wie das hier, also erstmal, also X ist der Wert von X mal 2, ist die Frage, gibt es X überhaupt? Hat man schon definiert? Ah, hat man umdefiniert, 42. Wenn ich das jetzt einmal aufrufe, dann wird natürlich der neue Wert von X auf 2 mal X gesetzt und dann ausgegeben, also 84. Aber wenn ich das jetzt nochmal aufrufe, dann wird ja der X von Wert nochmal verdoppelt. Ja, 168 und so weiter und so fort. Das heißt, je nachdem, wie oft ich welche Zelle wann ausgeführt habe, hat mein Notebook einen sehr, sehr komischen Zustand. Und das kann sehr verwirrend sein beim Debuggen. Also Sie haben irgendwie hier mal eine Zelle ausgeführt, dann eine Zelle. Sie denken, Sie haben die Zelle oben schon ausgeführt, haben es aber nicht. Und dann gibt es einen komischen Zustand in diesem Programm. Und das führt zu Problemen. Das heißt, die erste Regel beim Entwickeln mit Jupyter Notebooks ist immer die, sauberen Tisch machen, reinen Tisch machen, den ganzen Zustand abräumen. Und das machen Sie, indem Sie den Kernel neu starten. Entweder durch Restart und Clear Output, dann wird der ganze Zustand abgeräumt. Oder Sie können auch direkt sagen Restart und Run All, alles nochmal ausführen. Wenn ich jetzt hier Restart und Clear Output mache, drücke ich mal drauf. So, jetzt hat er, sehen Sie, diese ganzen Zähler sind jetzt hier weg. Ja? Das heißt, der Zustand dieser Zellen ist auch weg. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage X, gebe mal einen Wert aus, dann sagt er, ist nicht definiert, das kennt er noch gar nicht. Ne? Weil da muss ich erstmal definieren, damit das irgendeinen Sinn ergibt. Und dann kann ich wieder von vorne anfangen und dann kann ich mich bei einem Bug jetzt systematischer dem annähern, was denn der Fehler sein könnte. Also das ist ganz wichtig. Wenn Sie mit Jupyter einen Fehler haben, Jupyter Notebook, immer erstmal den State abräumen und nochmal sequenziell durchgehen, nochmal genau gucken, ist das da gemeint, habe ich irgendwas vergessen oder habe ich irgendeine Zelle doppelt ausgeführt. Es gibt sonst sehr, sehr unangenehme Seiteneffekte. Ja, dann gibt es hier noch so Magic-Kommandos. Ich habe Ihnen das hier verlinkt, wo das hinführt. Also hier kann man zum Beispiel auch ein Kommando absetzen an das Verzeichnis, in dem ich mich gerade befinde, einfach so ein Prozentsymbol, dann kriege ich hier die Liste der Dateien zum Beispiel angegeben. Es gibt aber auch so eine QuickRef-Übersicht und da kriege ich nochmal eine Dokumentation, was dann möglich ist, was für Systemkommandos ich absetzen kann und so weiter und so fort. Also ich benutze das eigentlich nicht, aber wenn das jemand interessiert, gucke sich das mal an. Also das als ganz kurze Übersicht mal nur zu dem, was man mit Jupyter machen kann. Ja, genau, das wollte ich Ihnen dazu sagen. Gut, dann gucken wir mal in, ich überspringe jetzt wirklich relativ viele Notebooks, gucken wir mal Comprehensions and Functional Programming rein, was man so machen kann. Zum einen die List Comprehensions, also wenn Sie eine Schleife schreiben, in Python sieht das so aus, Sie haben die ähnliche Syntax wie in allen Programmiersprachen der Welt, vor und dann ist jetzt eine Definition, was für ein Bereich abgefragt wird. In Python haben wir diese Range-Syntax, die generiert Ihnen eine Sequenz von 0 bis 4 und die wird hier iterativ zugewiesen, also der Schleifenvariable n werden die Werte von 0 bis 4 einschließlich zugewiesen, also bis 5 ausschließlich. Das ist die Notation. Bedenken Sie, wenn Python hat keine geschweiften Klammern, sondern hier wird ein Block signalisiert durch einen Tabulator. Hier steht ein Tabulator. Das heißt, dieses Print-N gehört zum Tabulator. Und das ist die Schleife, die da dann praktisch passiert. Jetzt kann ich mir das aber ganz auch als Liste ausgeben lassen. Das sieht so aus. Ich habe jetzt die Liste, hat immer eckige Klammern in Python. Wenn ich nur dieses Range-Symbol habe, dann kriege ich ein Range-Objekt zurückgegeben. Wenn ich hier bei List vorschreibe, noch einfach Undo, dann kriege ich das als Liste mit vier Elementen. Ja, Liste heißt auch die Liste heißt in Python, auch wie in vielen anderen Programmiersprachen, können Duplikate drin sein und die Ordnung spielt eine Rolle. Ja, das ist wirklich jetzt eine geordnete Sequenz von diesen Integers. Was jetzt in Python ganz schön ist, was man machen kann, sind sogenannte List Comprehensions. Das sieht so aus.
Das heißt, hier definiere ich einzelne Werte. Ich sage, jeder einzelne Wert sieht so aus. Und die Liste enthält jetzt, und ich definiere praktisch hier hinten meine Vorschleife. Ja, also die Syntax ist Expression for Item in List. Ja, also hier innen steht wieder eine Liste, also das, oder hier ist es ein Sequenzobjekt, mit dem ich iterativ Elemente erzeugen kann. Das heißt, ich erzeuge hier 5 Elemente von 0 bis 4 und für jedes dieser Elemente wird das Ergebnis dieses Ausdrucks in die Liste eingefügt. Das ist ein String und das sieht man dann auch in der resultierenden Liste, das ist hier in Quotes angegeben. Die einfache oder doppelte Quotes sind, spielt in Python keine Rolle. Das ist das gleiche in Grün. Beide Arten von Syntax sind erlaubt. Das heißt, ich kann hier irgendwas hinschreiben. Keine Ahnung, jedes Mal kriege ich dann halt, was weiß ich, hier 2n. Ne? Bumm. Ne? Kriege ich eine Definition von der Liste und das ist oft sehr hilfreich, um Sachen kurz und knapp hinzuschreiben. Hier nochmal ein anderes Beispiel, wenn ich das mit if kombiniere. Also was macht dieser Code? Der iteriert über die Zahlen von 0 bis 4, guckt, ob das Ding durch 2 teilbar ist, also Modulo 2 gleich 0. Und falls das der Fall ist, dann sagt er, jo, das ist gerade, ist even. Ja? Das heißt, 0, 2, 4 sind gerade. Das kann ich jetzt aber auch in der Comprehension schreiben, indem ich sage, das, was wir eben gesehen haben, also die Zahl n kommt in diese Liste rein. Also ich iteriere über alle Zahlen von 0 bis 4 in dieser Range. Und ich schreibe jetzt mal noch ein if dahinter. Nur, die kommt nur dann rein, die Zahl. Oder ich berücksichtige das, was hier aus dieser Vorschleife herauskommt, nur dann, wenn die Zahl durch 2, Teilungsrest von beim Teilen durch 2 0 ist, also das Ding gerade ist. Ja. So kann ich das direkt hinschreiben und kriege direkt so eine Listendarstellung. Es wird sehr oft benutzt, das ist so ein Pythonic Way of Writing, die Python-Art, das hinzuschreiben. Ja, hier, was sagen wir hier? Das ist nochmal eine Funktionsdefinition, sehen in Python so aus, def, dann der Name der Funktion, die Parameter, Einrückung wieder durch Tabulator. Genau, und diese Funktionsaufrufe kann ich auch hier benutzen, in diesen Comprehensions, das hier gemacht, also so als meine Funktion. Ne? Wenn ich das aufrufe, dann kriege ich diesen Output hier. Warum? Weil vor t in a, also ich iteriere über die Elemente dieses Arrays, 0, 2, 4, aber nur wenn dieser Wert 4 ist, dann wird ja das in die Liste eingefügt. Das heißt, ich muss die Funktion aufrufen, rufe sie auf und die Funktion hat jetzt diesen Seiteneffekt, den sie macht, gibt aber den Wert selber zurück. Der wird eingefügt in die Liste. Das heißt, ich habe als Ausgabe nur diese Liste mit dem Wert 4. Was haben wir hier noch? Ranges kann ich auch, für diesen Fall, wenn ich nur gerade Zahlen habe, kann ich das auch direkt definieren mit einer Range. Also wenn ich Schleifenvariablen definiere, kann ich hier sagen, von 0 bis 5 ausschließlich, die Schrittgröße ist 2. Also erhöhe den Zähler immer um 2. Was trinken? Genau, dann habe ich hier für dieses einfachen Fall auch die Möglichkeit, das direkt da hinzuschreiben. Ja, dann gibt es so funktionale Sachen, Lambda-Funktionen und Map, die Sie vielleicht auch schon kennen. Also ich kann jetzt eine Liste auf die andere abbilden, das machen wir hier mal. Also ich habe hier wieder eine Liste definiert mit 4 Elementen, 5 Elementen, hätte ich auch einfach machen können. So, und jetzt rufe ich hier eine Map-Funktion auf. Eine Map-Funktion, das habe ich hier oben definiert, die bildeten Schlüssel auf einen Wert ab. Und das mache ich hier durch eine Lambda-Funktion. Das heißt, ich sage, was immer die Eingabe ist, soll abgebildet werden auf das Quadrat dieser Eingabe. Das macht eine Map-Funktion. Ja, und ich sage jetzt hier noch der Map-Funktion, Map macht das für die ganze Liste. Und das hier ist die anonyme Funktion, die Lambda-Funktion, die jetzt für jedes Element der Eingabeliste angewendet wird. Also meine Eingabeliste ist das hier, was ich hier definiert habe. Und diese Map-Funktion geht jetzt über jedes Element der Eingabeliste rüber, wendet diese anonyme Funktion drauf an und gucken wir uns, was das Ergebnis ist. Das sind die Quadratzahlen natürlich darüber. Ne? Also das
Ist auch manchmal nützlich, das so hinschreiben zu können. Hier habe ich das gemacht mit einer expliziten Funktion, nicht eine Lambda-Funktion, sondern habe das hier praktisch ausgerollt. Eine benamte Funktion kann ich natürlich auch machen. Ja, dazu. Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch den Unpacking Operator. Was ist der Unterschied? Also hier habe ich eine Funktion, die gibt die vier Eingabeparameter aus. Also das macht dieses erste Print, gibt diese Liste aus. Die Liste ist hier oben definiert. Ja, das erklärt dieses eine Print. Und wenn ich jetzt aber diesen Sternoperator nehme, dann kann ich praktisch in solchen Situationen, wo also ich habe jetzt die Liste mit meinen Parametern, 1, 2, 3, 4, und die will ich an die Funktion übergeben. Jetzt kann ich ja nicht die Liste direkt übergeben, weil dann würde die Liste ja auf diesen Parameter A gemappt. Ich will praktisch, dass 1 auf A gemappt wird, 2 auf B, 3 auf C, 4 auf D. Dann kann ich hier diesen Unpack-Operator rufen, hier an dieser Stelle. Und dann habe ich etwas, was äquivalent zu diesem hier ist. Also der erste Wert der Liste ist der erste Parameter, ja, der zweite, der dritte weiter und so vier. Das heißt, ich musste nicht alle da rausfriemeln, einzeln, sondern kann die direkt übergeben. Das heißt, und das sehen wir hier in dieser Ausgabe, also hier wurde dieser Funktionsaufruf hier direkt übergeben. Wenn wir jetzt hier, machen wir mal das Gegenbeispiel, machen wir mal, was weiß ich, wenn die versuchen würden, ja, wir können das ja direkt kopieren, ohne das Ding. Ja, dann würde er natürlich sagen, Moment, da stimmt was nicht. Ich habe vier positionale Parameter, heißen die in Python, und ich habe nur einen belegt mit der Liste. Also A wurde diese Liste zugewiesen hier, ja, wenn ich diesen Aufruf so mache. Ja, MyList hat Python jetzt als dem A zugewiesen, aber B, C und D habe ich nicht zugewiesen. Das geht nicht. Ja? Dann gibt es eine Fehlermeldung. Und also diesen kleinen Trick kann man spielen, um Funktionen leichter zu benutzen. So, ich mache das Ding wieder weg. Und dann machen Sie hier Stern und dann haben Sie praktisch die äquivalente Syntax. Ja, was können wir noch? SIP können wir noch kurz hingucken. Also hier habe ich zwei Listen definiert. So sieht die eine aus. Das ist eine Range. Das ist vom Type Range. Das hatten wir oben schon, dieses Phänomen. Sie müssen, wenn Sie das explizit als Liste haben wollen und über eine Range gekommen sind, müssen Sie List davor schreiben, dann haben Sie eine List. Okay. Das kann man jetzt entweder so machen, dass man das so castet, wie ich das nochmal konvertiert in Liste, wie ich es umgemacht habe. Man kann das natürlich als Comprehension machen, haben wir eben gesehen. Ja, so habe ich jetzt meine Liste. Ich kann aber auch den Sternoperator nehmen. Das ist jetzt ein Beispiel dafür. Ich mache das mal ein bisschen, mache das mal in einer einfachen Version. Also hier habe ich mir auch eine Liste erzeugt. Wenn ich nur hier das so mache, dann haben Sie eine Liste mit einem Objekt und dieses Objekt ist das Range-Objekt. Ja, ich habe eine Range erzeugt. L1 ist ja eine Range, hatten wir oben gesehen. Ja, ich kann es nochmal ausführen, ändert aber nichts. Ja, ich habe ein Range-Objekt. Ich will aber eigentlich eine Liste haben. Und wenn ich jetzt diese Liste direkt hier einfügen würde, würde ich keine Liste einfügen, sondern halt dieses Range-Objekt. Wenn ich das explizit als Liste haben will, dann mache ich den Sternoperator davor. Und dann wird das wieder flach geklopft als Liste, wie eben bei diesen Funktionsparametern. Und dann habe ich hier wirklich die Liste drin. Das ist auch eine Sache, die man manchmal sieht in unseren Notebooks. Ja, dann noch abschließend hierzu SIPT, also wie kann ich zwei Listen verbinden? Das kann ich mit der SIP-Funktion machen. Da kommt eine Frage, ist das äquivalent zu ListRange? Genau, ja, List von Range 05, ja. Wie kann ich zwei Listen verbinden? Das mache ich hier, indem ich diese SIP-Funktion, hier ist die SIP-Funktion, aufrufe über die beiden Eingabelisten und dann wird von beiden jeweils das erste Element genommen. Also wir können uns das hier auch vielleicht nochmal angucken. Wir schieben mal nach unten. Wie sehen denn unsere Listen aus? L1 sah ja so aus. Die Range von also wir haben diese beiden Ranges von 0 bis 4 einschließlich und von 6 bis 10 einschließlich. Das heißt, wenn ich jetzt so einen SIP-Operator aufrufe, dann wird jeweils von beiden
das erste Element genommen und zu einem Tupel geformt und als Tupel ausgegeben. Es gibt verschiedene Arten von Klammern im Python, die verschiedene Datenstrukturen ausdrücken. Also die eckige Klammer ist eine Liste. Eine runde Klammer ist ein Tupel, das darf ich nicht ändern, das ist read-only. Dann gibt es noch geschweifte Klammern, das wird für Mengen und Wörterbücher, für Dictionaries verwendet. Das steht auch in den anderen Notebooks erklärt, weiter oben, die ich eben gezeigt habe. Ja, oder ich kann das mit dem Star-Operator jetzt machen und ausrollen. Das geht natürlich auch. Also ich brauche das nicht als List-Comprehension schreiben, so wie ich es hier gemacht habe, sondern schreibe wieder Star davor und dann wird das auch als Liste ausgerollt. Ähnlicher Effekt, wie wir eben gesehen haben. Genau, und das wird einmal gezogen aus diesem SIPT. Also wenn ich mir so eine Funktion definiert habe, kann ich das nicht ein zweites Mal aufrufen. Ich muss hier, wenn ich das praktisch mit dem Sternoperator hier benutzt habe, dann wird das praktisch gezogen aus dieser Liste und ich kann das kein zweites Mal benutzen. Ja, dann ist die Liste leer. Das ist auch eine beliebte Fehlerquelle, muss man ein bisschen aufpassen. So viel zu Comprehensions und Functional Programming. Dann machen wir weiter mit Klassen und Inheritance. Das ist eine Menge Syntax einfach und das ist sehr anders, als man das, also ich habe früher viel in Java programmiert und auch C++ und da ist es halt sehr schön gemacht mit Objektorientierung. Also klar, also insbesondere in Java finde ich das sehr, sehr gelungen. Objektorientierung kann man tolle Sachen machen. Das ist in Python so, naja, also da ist noch Luft nach oben, würde ich sagen. Aber es ist jetzt so und das ist wahrscheinlich auch schwer zu ändern. Die Syntax ist, wie sie ist, die Konventionen sind so, wie sie sind. Also ich habe neulich auch einen Lehrer getroffen, der gesagt hat, okay, in der Schule hat er erzählt, die machen auch viel Python, aber wenn es dann noch um Objektorientierung geht, dann machen sie Java. Ja, weil das leider, also Python ist großartig, ja, verstehen Sie mich nicht falsch, aber Objektorientierung ist leider nicht so gelungen. Ja, aber wir müssen da hier und da mit arbeiten, deswegen erkläre ich kurz hier, was die Fallstricke sind. Also eine Klassendeklaration fängt immer mit Class an, Schlüsselwort Class und dann der Name der Klasse, Doppelpunkt. Dann haben Sie einen Konstruktor, der die Namenskonvention hier ist underscore, underscore, zwei Underscores, dann init, underscore, underscore. Das ist eine Art interne Funktion, das ist die Konvention hier. Dann muss hier self stehen, das ist sowas wie der this-Pointer in Java oder C++. Und dann sind bestimmte Parameter, die Sie übergeben können. Also dieser Parameter hat den Namen Counter und wenn er nicht übergeben wird, bekommt er einen Default-Wert. Der ist 0. Das heißt, ich kann ja auch anfangen, indem ich sage, dass ich. Wo ist mein Kamerabild hin? Das Kamerabild weg. Warum auch immer. Machen wir kurz ohne Kamera weiter. Also, ich kann hier auch das, den Default-Wert, wenn ich ihn. Also angenommen, es wäre so, ja, wenn ich so hinschreiben würde, dann müsste ich, wenn ich den Konstruktor rufe, in jedem Fall diesen Parameter übergeben und dieser ist optional. Der ist optional, der Parameter. Wenn ich es aber so schreibe, wie es hier jetzt gerade war, dann sind beide Parameter optional. Wenn ich aber Parameter angebe, muss ich in erstem Fall auch den Counter angeben und dann erst Data. Das ist das, was hier gemacht werden muss. Dann gibt es hier so eine Art Finalizer, Destructor. Das ist nicht immer garantiert, ob der gerufen wird. Das hängt leider etwas an der an den Python-Interpreter. Da muss man vorsichtig mit sein, ähnlich wie auch in Java. Deswegen, was wir typischerweise machen, ist, dass wir noch eine eigene Methode rufen, eine eigene Methode definieren, eine Close-Methode, die wir explizit rufen, um zu erzwingen, dass Sachen abgeräumt werden. Also zum Beispiel, man macht eine Datei zu oder man muss irgendwelche, was weiß ich, irgendwelche Logs zurückgeben, irgendwelche Handles zurückgeben. Dann haben wir nochmal explizit eine Close-Methode, die die Rolle eines Konstruktors einnimmt. Wenn ich das jetzt ausführe, dann ist dem Python-Interpreter das bekannt, dann ist die Klasse hier bekannt. Was wollte ich jetzt noch sagen? Genau. So, und jetzt kann ich mal reingucken, was hier passiert bei diesen Initialisierungen. Also hier, das ist ja, hier wird ein Attribut der Instanz angelegt. Ja? Die, eine Instanz dieser Klasse A, also muss man aufpassen jetzt zwischen Klasse und Objekt. Ja?
also die Instanz einer Klasse, das ist äquivalent zu dem Objekt einer Klasse. Und jedes Objekt, jede Instanz hat natürlich eigene Attribute. Und genau das wird hier gemacht. Das heißt, ich habe hier einen eigenen Counter, den ich hier zugewiesen habe. Ich habe hier ein Attribut mit dem Namen Words, wo ich hier diese Liste zugewiesen habe. Wenn ich mir das jetzt angucke, dann sehe ich hier, dass der Konstruktor der Klasse A gerufen wurde und der Destruktor einer Instanz von A wurde gerufen. Preisfrage, warum? Ich habe es das zweite Mal jetzt schon ausgeführt. Wenn ich hier dieser Variablen klein a eine neue Instanz zuweise und die bereits auf etwas zeigt, dann wird ja das alte Objekt abgeräumt. Ich zeige Ihnen das nochmal, indem wir jetzt den Kernel löschen, nicht den Kernel löschen, also nochmal einen Restart machen, Restart und Clear Output, was hier der Effekt ist. Also Klassen, Definition Shift Return. Ich rufe jetzt einmal diese Zelle auf. Boom, jetzt wir kriegen eine Ausgabe. Warum? Weil jetzt der Konstruktor von A gerufen wird und dieses Objekt, was hier erzeugt wird, diese Instanz, Instanzen, Objekte sind immer synonym, wird dieser Variablen klein a zugewiesen. Jetzt führe ich es nochmal aus. Was passiert, wenn ich hier eine neue Instanz erzeuge? Klein a zeigt er bereits auf eine Instanz. Wenn ich hier aber eine neue zuweise, gibt es keine Variable mehr, die auf die alte Instanz zeigt. Das heißt, das alte Objekt wird abgeräumt, der Destruktor wird gerufen. Und genau das sehe ich jetzt, wenn ich Shift Return rufe. Shift Return, Destructor of an Instance of A was called. Ja, das heißt, das alte Objekt wurde abgeräumt. Das passiert, also erst wird der Konstruktor aufgerufen, hier zugewiesen, dann merkt Python, aha, Moment, da gibt es überhaupt keine Referenz mehr. Das heißt, ich kann das alte Objekt abräumen. Ja? Genau. Genau, so, was haben wir hier noch? Jetzt kann ich hier, also was vielleicht auch ein bisschen Umstellung ist, es gibt jetzt hier, es gibt dann noch so Annotationen, die man machen kann für Sichtbarkeit, aber im Grunde sind diese Sachen alle public. Also wenn ich hier Attribute erzeuge, kann ich da von außen drauf zugreifen. Also ich könnte jetzt einfach hier den kleinen a.words, das ist ja ein Attribut dieser Instanz, kann ich direkt drauf zugreifen und da gibt es niemanden, der mich daran hindert. Also wenn ich das jetzt private oder protected deklariert hätte, dürfte ich eigentlich gar nicht darauf zugreifen, aber ich kann darauf zugreifen und sehe das. Ne? Und so weiter und so fort. Also das ist, genau, hier nochmal der Effekt, wenn ich jetzt hier wirklich die letzten Handle auf die Instanz eines Objektes abräume, dann wird natürlich der Destruktor gerufen. In diesem Fall, ja, wie gesagt, ist nicht garantiert, hängt ein bisschen an der Engine. Damit gucken wir mal in Unterklassen rein. Wie definiere ich eine Unterklasse? Das mache ich, indem ich in Klammern dahinter schreibe die Oberklasse. Also gehen wir nochmal zurück. Hier oben stand ja keine Klammer. Das heißt, hier gibt es keine Oberklasse dazu. Hier gibt es jetzt die Oberklasse. Und dann gibt es jetzt bestimmte Syntax, wie man Methoden der Oberklasse ruft. Die ist ein bisschen verquer. Also wenn ich jetzt im Konstruktor bin von der Klasse B und will den Konstruktor der Oberklasse rufen, dann muss ich das so machen. Super, Klammer auf, Klammer zu, Punkt, dann den Konstruktorname nochmal, also init, und dann kann ich hier Parameter übergeben. Also diese Parameter, die wurden ja schon in der Oberklasse benutzt, das heißt, ich kann an dieser Stelle übergeben. Und ähnlich kann ich das dann auch machen, zum Beispiel hier für einen Destruktor. Ähnlich wie in anderen Sprachen auch gibt es, muss man jetzt ein bisschen gucken, in Instanz versus Klassenattribute. Also wenn Sie ein Attribut so hinschreiben, ist das ein Attribut der Klasse. Das gibt es nur einmal und da können alle Instanzen darauf zugreifen. Sie können aber auch mit dem Klassennamen noch zugreifen. Versus Sie erzeugen es in einem Konstruktor. Das will ich Ihnen mal am folgenden Beispiel zeigen. Also wir haben jetzt die Klasse A nochmal neu definiert. Wenn ich hier Shift Return drücke, wird die Definition von oben überschrieben. Und was ich jetzt hier mache ist, ich zähle die Anzahl der Konstruktorenaufrufe hoch an dieser Stelle. Ja, das heißt, es gibt hier eine Unterscheidung Type in Klammern Self versus Self. Hier wird auf das Klassenattribut zugewiesen, also auf das Attribut, was nur einmal existiert für alle, für die ganze Klasse. Hier wird auf das Instanzattribut zugewiesen und entsprechend habe ich verschiedene
Werte hier. Also hier habe ich jetzt noch zwei Methoden hinzugefügt. Hier erhöhe ich den Counter der Instanz. Aber hier erhöhe ich den Counter der Klasse. Also da kann man zum Beispiel mit tracken, wie viele Instanzen einer Klasse erzeugt wurden. Und das mache ich hier. Also was passiert hier? Der Konstruktor wird gerufen. Okay. Dann gebe ich hier diese Counters aus. Das, was macht diese Methode? Die gibt einmal Self-Counter aus und einmal also diesen Instanzzähler und dann den Klassenzähler. Und den Instanzzähler habe ich auf 0 gesetzt, hier oben, mit Self.Counter. Und diesen Counter habe ich um einen erhöht. Das heißt, hier muss eine 1 stehen. Ja. Wenn ich jetzt noch eine Instanz erzeuge und Y zuweise, dann wird natürlich dieser Zähler der Klasse auch um 1 erhöht. Ja. Also wird ja auch von 1 auf 2 erhöht. Das heißt, wenn ich hier im Konstruktor bin, an dieser Stelle, ja, bin ich in diesem Code, dann sehe ich hier die Klassenvariable, die ist bereits 1 und ich zähle die hoch um 1, das heißt, ich komme bei 2 raus und so weiter und so fort. Wenn ich hingegen jetzt die einzelnen Counter der Instanzen erhöhe, kann ich das zum Beispiel mit einem Aufruf dieser Methode machen und dann wird der entsprechend erhöht. Ja. Das ist das zweite Objekt, was erzeugt wurde. Und der Wert des Counters ist jetzt hier 1. Also gerade in so Situationen, die so unglücklich sind wie hier, dass das Klassenattribut genauso heißt wie das Instanzattribut, ne? Das ist in jedem Fall ein schlechter Programmierstil, da muss man ein bisschen aufpassen. Das sollte man natürlich schon mal anders benennen. Nur, dass Sie das mal gesehen haben. Also die gleichen Konstrukte existieren natürlich auch in Java und C++. Gut, so viel dazu. Also mehr Objektorientierung werden wir nicht machen. Also es gibt ja die gleichen Features, Polymorphie, Vererbung. Das ist die Message hier. Die Sichtbarkeitssachen sind halt ganz anders. Im Grunde alles public, da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, dann noch kurz zu Unit-Tests. Das kennen Sie wahrscheinlich auch schon aus diversen anderen Programmiersprachen. Wir werden das hier benutzen für den Übungsbetrieb. Also im Übungsbetrieb werden wir Ihnen Notebooks geben und Sie dann fragen, oder bitten, bestimmte Sachen da auszufüllen. Genau, mal gucken, ob meine Kamera hier funktioniert. Da ist er wieder. Wir werden Sie dann bitten, bestimmte Sachen auszufüllen. In solchen Notebooks. Ja? Das ist dann eine Aufgabe in so einer Übung. Und bei Unit-Tests, ich habe es hier nochmal hingeschrieben, es gibt Testen und Testen. Ja? Testen heißt nicht mal ein Programm ausführen und gucken, ob es funktioniert, sondern mit Unit-Tests ist etwas, was systematisch die Parameterbereiche einer Funktion abfragt. Das auch automatisiert. Insbesondere, wenn ich Continuous Testing mache oder Automatic Testing, kann ich bei jeder Änderung meiner Software immer alle Tests laufen lassen und sehe sofort, wenn irgendwas schief geht und ich in eine Regression komme. Das ist eines der wichtigsten Werkzeuge, um die Qualität von Software zu garantieren. Und das sollte man nicht verwechseln mit Ausprobieren, also Try Out versus Testing. Oft sagen Leute, ich habe es getestet, aber eigentlich meinen sie, ich habe es ausprobiert. Und das ist ein Riesenunterschied. Und es gibt jetzt verschiedene Bibliotheken, um Tests zu machen in Python. Wir haben jetzt mal diese genommen hier. Ich glaube, das ist die eingebaute Bibliothek von Python. Die Grundstruktur sieht so aus. Auch ähnlich zu Java. Also sie sagen einfach, ich mache eine Klasse, da sind meine Tests drin, die hat diesen Namen und die erbt von unitest.testcase in diesem Fall. Dann habe ich zwei Methoden, Setup und Teardown. Setup macht Initialisierung für einen Test. Teardown räumt irgendwas ab, wenn ich irgendwas abräumen muss. Und dann gibt es Methoden, die eigentlichen Testmethoden. Die müssen immer anfangen mit kleinen Test, underscore und dann kommt irgendein Name. Ich habe sie hier ein bisschen 1, 2, 3 benannt, ist vielleicht nicht so geschickt, kann man auch entsprechende Namen geben. Und wenn Sie das jetzt ausführen, und das mache ich mal hier unten, dann sehen Sie, ich habe hier Print-Ausgaben über eingebaut. Vor jeder dieser Testmethoden wird immer Setup gerufen und danach wird Teardown gerufen. Ja, das sehen Sie hier, Setup my test, Test 1, Teardown. Setup my test, Test 2, Teardown. Das heißt, wenn Sie irgendeine Datenbank, ja, Sie wollen ja immer von einem bestimmten Zustand testen zum Beispiel, ja, von einem frischen Zustand, von einem Anfangszustand, dann setzen Sie hier irgendwelche Variablen auf den Anfangszustand, lassen Ihren Test laufen und dann werden die hier wieder vielleicht abgeräumt, falls es notwendig ist. Also meistens muss man nur eine Setup-Methode vernünftig schreiben,
Aber dann weiß man, dass vor jeder Testmethode das wieder auf einen bestimmten Zustand gebracht wurde. Also das ist die Konvention bei diesen Tests. Genau. Ja, und dann sieht man hier die eigentlichen, das sind die Printausgaben in weiß. Und das Lilane ist das, was das Test-Framework mir gibt. Also es sagt, es sucht dann nach Methoden, die mit Test anfangen, also durch Reflection, genauso wie in Java. Und sagt mir dann, was okay gelaufen ist und was nicht okay gelaufen ist. Ne? Also hier, diese sind okay gelaufen. Das okay hat sich jetzt hier überschnitten mit diesen Print-Ausgaben. Und dann gibt er mir noch eine Zusammenfassung. Ja, drei Tests sind gelaufen in der und der Zeit. Und das dicke okay, ja, alles gut. Ja, also diese Klasse ist okay. Ja. Und so sieht ein Unit-Test aus. Und wenn ich jetzt ein Beispielszenario damit mache, könnte das so aussehen. Also ich habe hier eine Klasse geschrieben, die irgendwas macht. Und ich gebe hier mal einen Wert aus. Was weiß ich. Ich habe diesen Wert hier auf 42 initialisiert. Und ich habe eine Funktion geschrieben, die irgendwas macht, die sagt, okay, wenn der Parameter 0 ist, dann schmeiße ich eine Fehlermeldung, raise, in Python raise value error, weil ich hier hinten durch diese Zahl teile. Ja, habe ich die 0 abgefangen. Das passiert hier. Und das Ding will ich jetzt testen. Das heißt, ich schreibe dafür einen Test und der könnte so aussehen. Also hier habe ich verschiedene Sachen abgefragt. Hier die Setup-Methode, die initialisiert jeweils diese Instanz, initialisiert das Attribut dieser Instanz mit einer neuen Instanz von bar, ja, damit ich wieder alles frisch habe, falls ich irgendwas geändert habe. Und dann teste ich hier verschiedene Sachen. Also die Prints kann ich mir sparen, die müsste ich hier nicht hinschreiben. Aber ich mache jetzt so Sachen wie hier, dass ich sicherstelle, und das geht durch solche Statements, assert equal. Das heißt, ich will hier sicherstellen, dass der Wert des Attributs A in dieser Instanz gleich 42 ist. Ja, das prüfe ich hier ab an dieser Stelle und das überprüft das Test-Framework. Falls das nicht der Fall ist, wird hier eine Fehlermeldung geschmissen. Und so kann ich jetzt verschiedene Sachen überprüfen. Ich kann zum Beispiel auch überprüfen, ob eine Fehlermeldung geschmissen wird. Also hier sage ich, with self-assert raises value error. Das bedeutet, also ich will sicherstellen, dass bei diesem Aufruf ein Fehler geschmissen wird, dass dieser value error geschmissen wird. Und falls das nicht der Fall ist, dann ist der Test fehlgeschlagen. Das heißt, ich kann ja auch testen, ob bestimmte Fehler geschmissen werden. Und das führen wir jetzt mal aus. Dann sieht das so aus, das wird alles durchlaufen. Ja, aber wenn Sie jetzt hier, wenn es mein Programm irgendwas anderes machen würde, ja, wenn jetzt hier, keine Ahnung, also entweder der Test wäre falsch, ich hätte hier 41 geschrieben, dann würde hier Fail stehen natürlich, ne, dann würde ich in der Erklärung stehen, ah, okay, nee, da muss doch 42, ist ungleich 41, also assert equal ist fehlgeschlagen und so weiter und so fort. Ne. Beziehungsweise, wenn das jetzt oben in der Klasse geändert wäre, wir können die Klassendefinition ändern, wo sind sie denn? Ich hätte hier eine 41 geschrieben, teste aber hier unten auf die 42, dann kann der Test ja auch unmöglich durchlaufen, ja, dann kommt die gleiche Meldung andersrum, das ist fehlgeschlagen. Ja? Du hast erwartet, dass 42 kommt, die Instanz hat aber eine 41. Genau. So, dann kann ich das reparieren, nochmal ausführen und dann funktioniert der Test wieder. Ja, und das ist natürlich jetzt ein relativ triviales Beispiel, das kann man natürlich aber auch mit sinnvollen Beispielen machen. Gerade bei Funktionen geht es oft darum, dass ich auf zwei verschiedene Arten dieselbe Sache mal berechne. Also gucken wir uns mal dieses Beispiel an. Ich benutze die Summe der Quadratzahlen, will ich hier berechnen. Habe ich mir eine Funktion vorgeschrieben, die sieht so aus, wenn ich die ausführe, berechnet die Summe von 1 bis 10 einschließlich, ne, wir machen hier die Range high plus 1, also ich habe einfach einen Zähler definiert, der fängt bei 0 an, macht eine Loop über diesen Bereich, einschließlich high, summiert das hier auf iterativ, also hätte ich auch Stern, Stern 2 schreiben können und gibt dann das Ergebnis zurück. Und jetzt will ich wissen, ob das richtig ist. Ja, bei so einfachen Sachen guckt man manchmal drauf und sieht, es ist richtig, aber auch sehr einfache Programme können viele Fehler enthalten. Ich kann es ausprobieren, to try out. Ja, ich kann mir mal verschiedene Sachen angucken, die Summe von 12 bis 11, ja, 11 ist kleiner als 12, macht keinen Sinn, muss 0 sein. Ja, ist gut. Bis minus 12, ja, funktioniert auch. Aber das ist nicht testen, das ist ausprobieren. Und deswegen könnten wir hier jetzt einen Test schreiben, auf eine ganz wilde Art. Zum Beispiel habe ich ihn einfach mal rekursiv hingeschrieben. Ein bisschen wie ein Quicksort. Das heißt, ich nehme einfach diese Liste
Und also diese Sequenz von Zahlen und teile sie rekursiv auf. Warte mal. Also ich zeige es mal hier. Habe ich da nicht eine Ausgabe gemacht? Ah, hier habe ich die Ausgabe gemacht. Hier habe ich auskommentiert, sorry. Genau, also ich habe hier, das ist jetzt eingerückt je nach Grad der Rekursion. Das heißt, ich will hier die Squared Sum von 1 bis 10 berechnen. Das teile ich auf, rekursiv in zwei Teile, berechne die Squared Sum. Also ich weiß ja, die Summe von 1 bis 10, der Quadratzahl von 1 bis 10, ist logischerweise gleich der Summe der Quadratzahlen von 1 bis 5 plus die Summe der Quadratzahlen von 6 bis 10. Also würde kein Mensch das berechnen, ist klar. Ja. Vielleicht im verteilten Setting, im Hadoop MapReduce, kann man da vielleicht einen Fall für finden. Aber nur mal um zu zeigen, die Idee hier ist wirklich eine zweite Art zu haben, um das Gleiche zu berechnen und dann hoffentlich das Gleiche zu bekommen. Ja. Das heißt, ich steige hier rekursiv ab, bis das Anfangselement der Liste dem Endelement der Liste entspricht. Und dann ist klar, eine Liste mit Element 1, die Summe der Quadratzahlen ist einfach das Quadrat dieser Zahl. Genau das passiert hier. Das heißt, ich habe in der Rekursion eine Abfrage gemacht. Also wenn der rechte Wert der Liste echt größer ist, dann gehe ich in die Rekursion, ich teile weiter auf, wähle ein Pivot-Element in der Mitte der Liste, ähnlich wie man das in Quicksort machen kann. Wenn high kleiner low ist, dann ist irgendwas, kann gar nicht sein, da muss 0 rauskommen. Beziehungsweise wenn der dritte Fall ist high equals equals low, dann gebe ich halt die Quadratzahl zurück. So berechne ich das. Und so kann ich das natürlich leicht in einem Test jetzt einbauen, wenn ich zwei Funktionen habe, die das Gleiche machen. Kann ich jetzt sagen, okay, ich habe so einfache Tests, die zum Beispiel überprüfen, ob ein bestimmter Funktionsaufruf eine bestimmte Zahl zurückgibt. Ja? Habe ich irgendwie mit dem Taschenrechner mir ausgerechnet oder auf dem Blatt Papier. Das ist das, was ich oben gemacht habe. Hier werden einzelne Funktionsaufrufe getestet. Aber ich kann natürlich, wenn ich zwei Funktionen habe, immer die Funktionsaufrufe vergleichen. Ja, beide aufrufen für eine große Zahl von Parametern und gucken, ob das Gleiche rauskommt. Und das mache ich hier. Ich habe hier eine Schleife, die 100.000 Mal durchlaufen wird. Die würfelt hier eine linke Grenze des Intervalls, eine rechte Grenze des Intervalls mit der Bibliothek RAND, Pseudo-Random Engine. Da habe ich einmal einen Seed gesetzt. Denken Sie dran, bei Pseudo-Random, der Seed definiert die Sequenz wiederholbar. Es wird deterministisch. Gerade beim Testen ist das eine gute Idee, den Seed zu setzen, weil sonst wird jedes Mal die aktuelle Zeit oder irgendwas als Seed gewürfelt und dann, je nachdem, wie Sie den Test ausführen, funktioniert er mal und funktioniert er mal nicht. Ja. Kann auch Sinn machen, aber eigentlich ist es dann nicht deterministisch und kann sehr irreführend sein. Also besser den Seed definieren. Und was Sie dann hier sehen ist, ich will sicherstellen, dass die Ausgabe hiervon, dieser einfachen Funktion mit der Vorschleife, gleich der Ausgabe der rekursiven Funktion entspricht. Ja. Das muss gleich sein, die Ausgaben der Funktion müssen gleich sein. Und das vergleiche ich jetzt hier sogar noch mit einer dritten Funktion, indem ich sage, ja, also in Python könnte ich das ja auch so schreiben. Ich mache ja meine List Comprehension über diese Range. Ja, hier kommt wieder die Quadratzahl raus, schreibe einmal die Summenfunktion davor. Kann man in Python machen und da muss auch das Gleiche rauskommen. Da muss ich nicht groß eine Funktion schreiben, das ist ja Quatsch. Ja. Und so könnte ich diese Funktion auch testen. Ja. Also mal hat man solche Vergleichsfunktionen zur Verfügung, mal auch nicht. Aber wenn man sie hat, ist das die bessere Art zu testen. Insbesondere, wenn man in die Randbereiche der Parameter dann reingeht, also die kritischen Bereiche, wo man denkt, das ist nicht einfach alles blind testen. Ich habe jetzt einfach blind Parameter getestet. Aber wenn ich weiß, bei meiner Funktion gibt es Bereiche, die besonders sensitiv sind für Fehler, dann teste ich natürlich da vermehrt. Genau, das führen wir hier mal aus. Da sollte ich besser die Print-Funktion mal wieder auskommentieren, sonst fliegt mir das gleich um die Ohren. So. Zack. Ja, und da sieht man, dass es in einer Sekunde durchgerufen hat, er 100.000 Durchläufe gemacht. Ja. Genau, und das werden wir benutzen, diese Testgeschichten, weil Sie bekommen dann immer ein Notebook mit einem Lückentext. Ja, also da ist eine Zelle drin, da müssen Sie irgendwas implementieren. Also da steht dann zum Beispiel, ja, da haben Sie so eine Funktion, da steht dann drin, keine Ahnung, was weiß ich, Insert Code hier. Sie bekommen auch den Test. Ja. Inspected an indented block. Was ist denn jetzt kaputt? Expected an indented block, was machst du?
So, fangen wir mal an. Was immer jetzt schief geht, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ach so, da muss parsen, ja logisch. Wenn ich, sorry, wenn ich eine Funktion schreibe und gar alles auskommentiere, das funktioniert nicht, dann muss ich parsen schreiben. In Python, genau, also hier steht jetzt nichts drin. Und wenn ich jetzt den Test ausführe, also Sie bekommen halt den Test, dann sagt er natürlich Fail. Ja? Und Ihre Aufgabe ist es dann, den Code entsprechend zu modifizieren, dass dieser Test wieder durchläuft. So. Und so können Sie selber schon checken, ob Sie das richtig gelöst haben oder nicht, ohne dass wir das überhaupt angucken müssen. Ja, das war es von meiner Seite. Also gucken Sie sich diese Notebooks an. Ja, Sie können das durchaus auch rückwärts machen. Ja, gucken, verstehe ich das mit den Unit-Tests, verstehe ich die Syntax? Und dann gehen Sie rückwärts, gucken sich die Elemente an, die noch fehlen, um das zu verstehen. Also ein bisschen zu primitiven Datentypen sind hier erklärt oder die absoluten Basics in diesem Notebook, wenn Sie noch nie besonders viel programmiert haben. Das sind ja auch nochmal einfache administrative Operationen und so weiter, alles nochmal erklärt. Das wäre es ansonsten für heute von meiner Seite. Wenn Sie Fragen haben, bin ich jetzt noch in der Office Hour, im Office Hour Kanal in Discord verfügbar. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche Donnerstag 10.15 Uhr hier wieder auf YouTube. Bis dann, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und alles Gute.